Mac. Ach komm. Das kann offen bleiben. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Sekunde. New Follower, okay. So, meine Lieben, herzlich willkommen und Hallöchen zu einem schönen Abend von mir. Ja, ich weiß, ich bin der Dorfdepp und bin ein kleiner Trottel. Weil ich noch nicht... Dingsbums. Habe ich vergessen, meinen Kanal zu posten. Bin dabei. Subi. Ich hoffe, euch geht's allen soweit ganz gut und ihr habt Spaß. Bei dem Abend, den wir heute geplant haben. Gut, so, ich lasse die Leute erstmal ein bisschen reinkommen, bevor wir jetzt hier groß loslegen und bereite das dann alles schon mal vor. So,
Wir haben heute vor, ein bisschen, also heute mal kein Genshin zu spielen, habe ich heute Morgen schon gemacht. Wir haben ja gestern für die Leute, die regelmäßig gucken, wissen ja, dass wir Dingsbums, dass wir uns heute verabredet haben zum Zocken. Und dann schauen wir mal, ne? So. Mal gucken, wann der Wolke kommt. Wir haben uns so zwischen 17 und 18 Uhr verabredet. Ich bin jetzt ein paar Minuten früher da. Einfach nur so. Wir werden auch dementsprechend spielen. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid mit dem Layout zufrieden. Das habe ich heute Vormittag noch ein bisschen gebastelt, weil das ja jetzt verabredet war. Und ich muss immer dahin gucken. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich wollte mal lustig sein. Ich wollte auf jeden Fall mal lustig sein. Ich hoffe, es hat getroffen. Ich hoffe, es läuft. Stardew Valley. Ich bin in der Lobby. Das bedeutet, ich hoffe, dass der Wolke später kommt. Der Kai auch, hoffe ich. Ich weiß nicht, was er gerade noch macht. Und dann wird der... Hallo, Stardew Valley. Ach so. Muss ja erstmal angezeigt werden. Jo. Würde sagen, ich hoffe, das ist so in Ordnung, das Layout. Ich habe das jetzt nicht großartig, habe da jetzt nichts Großartiges gemacht. Aber ich finde, das passt eigentlich auch so, wie es ist. Oben, ich wollte es jetzt nicht unbedingt größer machen. Dementsprechend würde ich erstmal, bevor wir dann irgendwie im Haus suchen, würde ich erstmal als Sascha weitermachen, um einen kleinen Überblick zu verschaffen. Das ist ja der entspannte Hof. Den wir mit dem Zati etc. zusammen gespielt haben. Zati, Kai, ich und wechselnde Personen. Das ist der Hof, den ich mit dem Justin zusammen gemacht habe. Und den werden wir dann auch weiterspielen heute. Ich gucke immer noch dahin wegen der Kamera. Ansonsten mache ich hier mal weiter, bis die anderen reinkommen, um mir selbst auch einen kleinen Überblick zu verschaffen, was ich da überhaupt so alles gemacht habe. So, ich will mal was gucken, ob ich vielleicht Stardew Valley Ingame ein bisschen kleiner machen kann, dass nicht ganz so viel wegkommt, das Overlay nicht ganz so viel frisst. Aber eigentlich ist das schon ziemlich nah am Zenit dran. Ein bisschen was greife ich noch an. So, auf jeden Fall hier in diesem Dingsbums auf dieser Farm habe ich mir die Haley als Braut gegönnt. Ja, ich will ein bisschen farmen, meine Frau angucken und ein Küsschen geben. Super. Alles klar. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Ja, Diego, das machst du super. Hier habe ich auch schon so lange nicht mehr gespielt. War schon mindestens ein paar Monate. So, Elias schläft. Super, das ist ja das Baby, was die Hino benannt hat. Weil ich irgendwie keinen Namen für den Kleinen hatte. Okay, die Fässer sind alle soweit am Laufen. Das ist super. Ich war Heu am Sammeln. Warum habe ich so viel Heu? Warum habe ich so viel Heu? Wollte ich das nicht in eine Truhe packen? Ich muss halt hier nochmal... Ah, es regnet. Es ist Herbst. Herbst. Ende Herbst. Das bedeutet, ich muss jetzt mal langsam anfangen und meine Tiere füttern. Okay, die Heuballen sind voll. Das ist schon mal sehr gut. Und was haben wir hier? Okay, hier habe ich eine Heutruhe. Super, dann würde ich auch sagen, fange ich hier jetzt auch nichts mehr Großartiges an. Und werde dann einfach nur noch... Achso, ja, hier kann man ja nicht so viel machen. Jo,
Stardew Valley, ich hatte mal Lust drauf. Hoffe auch, dass ihr das so ähnlich seht. Hatten wir schon länger nicht mehr. Wir hatten ja immer in der letzten Zeit doch leider viel Genshin. Aber da ich dort mehr alleine gespielt habe aktuell, beziehungsweise privat, ist das, glaube ich, für euch auch ein bisschen anstrengend. Dementsprechend habe ich mir gedacht, könnte das doch mal ganz lustig werden. Jetzt muss ich mich erst nochmal wieder hier reinversetzen. Was wohin kommt. Das da. Wo kommt eigentlich, wo habe ich die Hasenpfote reingestellt? Die habe ich woanders da reingestellt. Genauso wie die Entenfedern. Und da müsste ich doch eigentlich eine Handwerkstruhe haben. Ich habe hier immer noch draußen zu viel Truhen rumliegen. Das gefällt mir nur begrenzt. Okay. Das ist meine. Das ist mein Sommer. Mein Blumenhaus. Das ist okay. Gut. Habe ich den ganzen Kram verkauft? Ich meine, 182.000 spricht für sich. Trotz alledem. Auf jeden Fall schön, dass du da bist, Hino. Ich habe dich nicht vergessen. Der Stream müsste jetzt auch wieder, die ab 18 Version müsste auch wieder frei sein. Das habe ich jetzt gerade umgestellt. Ich weiß nicht, wann das Twitch übernimmt. Bum, 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 bum. Und dementsprechend, jo. Alles klar, erstmal abgrasen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier alles voller Zeug ist, aber hier bin ich natürlich noch dran, das weiter aufzusetzen, beziehungsweise auszubauen. Man sieht ja schon so einigermaßen das Layout, obwohl ich mit den Ölmaschinen nicht ganz so sicher bin, ob ich da wirklich... Ja doch, ich denke mal, das kann so bleiben. Vielleicht baue ich mir nochmal eine Scheune, weil ein paar Kühe könnte ich doch noch gebrauchen. Aber ich wüsste nicht genau, wohin. Weil hier die vier, zwar eine normale Scheune, ja, aber... Da müsste ich das umbauen. Da müsste ich die hintere Scheune zum Beispiel hier direkt dran setzen. Oder ich könnte die Scheunen alle genau dran setzen. Dann würde ich, warte mal, Scheune hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte. 7 Schritte. Hier würde ich 1 gewinnen. Da würde ich 2 gewinnen. Wenn ich die direkt nebeneinander stelle, würde ich hier 2, 3, 4, 5, 6 hätte ich gewonnen. Dann könnte ich hier das Ding dran stellen. Das wird aber trotzdem zu knapp. Oder ich stelle diese Hütte hier ein bisschen weiter. Das könnte sogar hinhauen. Das könnte sogar hinhauen. Da könnte ich mir noch einen Kuhstall reinsetzen. Das Geld habe ich ja. Und vielleicht noch ein paar Kühe. Aber dann müsste ich mal gucken, ob ich damit klarkomme. Was wollte ich hier bauen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich werde jetzt das Fenster gleich zumachen. Ach, es ist nervig. So, was haben wir hier? Ja, das ist hier, das brauche ich in der Mitte. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich hier hinbauen wollte. Wollte ich hier einen Heuplatz bauen? Ich glaube, hier wollte ich Heu hinpflanzen, dass das hier wuchern kann, damit ich für den Winter dann Heu hinkriege. Stimmt, genau, das war der letzte Gedankengang. Jo. Verkaufen muss ich aktuell noch nichts. Slaxi, grüß dich, mein Lieber. Hallöchen. Hallöchen, Pupöchen. Noch geht nicht viel. Ich hoffe, der Wolke und der Kai kommen. Bei Genshin sind die ja voll dabei. beziehungsweise Kai ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob der Kai gerade Genshin spielt oder nicht. Habe ich noch irgendwo? Nein. So. Hey, da kommen sie, die Jungs und Mädels. Arbeite am Bügelbild, hab nicht nach... Bügelbild, stimmt, der...
Der Pommes-General, der Frank, meinte, du hättest gerade diese Bügelbilder-Perlen für dich entdeckt. Ich hoffe, du machst das für eine Dame, um eine Dame zu beeindrucken. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen ersten Versuch. Da habe ich nämlich auch bei einer Dame... habe ich nicht noch eine Steintruhe? Okay, das ist die Meerestruhe, das ist die Fischtruhe. Okay. Lass mich mal überlegen, wo habe ich denn meine Steine? Wo packe ich denn die Steine eigentlich hin? Irgendwo müsste ich doch noch eine Truhe haben. Ich gucke mir das gleich alles nochmal in Ruhe an. Okay, das ist Baum- und Saatguttruhe. Das ist Harz. Und das ist Holz. Das bedeutet, ich brauche eigentlich noch eine Dingsbums-Truhe. Was haben wir hier? Ah ja, hier haben wir die Weinfässer. Die Weinfässer. Scheiße, das mache ich für mich selbst. Sollte ich mir Gedanken machen, Slaxi, oder bist du einfach nur alt? Ich mich dafür schlagen. ich glaube, ich sollte mal eine Steintruhe machen. Warte mal, ich habe doch genug Zeug dafür da. Wunderbar, super. Ja, ich habe da mal ganz kurz reingeguckt. Ich weiß mal nicht, mit wem du gesprochen hast, aber laut Twitch hat da keiner zugeguckt. Aber schön, dass du ein bisschen gezockt hast. Obwohl der Stream bei dir ganz schön geruckelt hat, muss man sagen. Jo. Okay, meine Bitrate ist soweit ganz in Ordnung. Ja, es geht, würde ich sagen. Es geht. Es kommt immer drauf an, wie man das macht. Aber laut Twitch hat keiner zugeguckt. Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast, mit welchem Peter. Irgendwie im Chat war nichts los. Und im Stream genauso wenig. Laut Twitch zumindest. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht beurteilen, was wo noch gestreamt wird. Ob du auch noch auf anderen Plattformen überträgst oder nicht. Aber laut Twitch war da nichts los. Und naja, da habe ich mal kurz reingeguckt, wollte eigentlich Hallo sagen, aber dann hatte ich mitbewohnermäßig was zu tun. Und dementsprechend musste ich leider bei mir, ich weiß mal nicht, ich habe nur reingeguckt und dann habe ich gehört, dass du mit irgendeinem Peter gesprochen hast. Und es war ein bisschen gruselig, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt Hallo sagen, dass er nicht mit sich selbst redet oder ist noch alles gut? Aber ja, Resident Evil ist auch schön, macht auch Spaß, ist ein schönes Game. Ich hab's halt, um ehrlich zu sein, einfach, damit ich wirklich... Mein Problem ist halt, dass ich mir Spiele, wenn ich sie anfange, dass ich mir Spiele halt wirklich bis zum Erbrechen in den Rachen schiebe. Ansonsten, habe ich einfach... ja, habe ich sie halt durchgespielt und fertig und spiele sie zwei, dreimal. Dann ist halt relativ wenig los. So, auf jeden Fall, heute wollen wir ein bisschen abfarmen hier. Von daher, jo. Bin mal gespannt, wann der Wolke kommt. Der wollte heute Mittag schon. Ich habe dann gesagt, so zwischen 17 und 18 Uhr. Justin kann auch nicht früher. Und dementsprechend habe ich mich dran gehalten. Mehr oder weniger. Was für ein Essen bei meiner Tante? Achso, Moment. Moment. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich gequatscht habe. Auf jeden Fall... Ich weiß echt nicht, was ich mit dem ganzen Scheiß hier machen soll. Es ist alles zu viel. Warte mal, sind die Fässer am... Okay, die sind alle am Arbeiten. Auch die Einmachgläser. Ja, gestern waren halt sehr... gestern war das Problem einfach daran, dass wir sehr viele... dass halt drei Leute an der Leitung gewesen sind. Und dementsprechend hatte ich einfach Übertragungsprobleme. Das lag an mir. Da konnte ich aber auch nichts dagegen machen. Das war einfach aktuell ein Problem,
was weder Twitch noch ich machen konnte. Ach so, stimmt, ja. Okay. Ja, dass man es einfach in den Rachen geschoben. Einfach in den Rachen. So, ich muss echt mal hier. Was brauche ich denn für die? Ich brauche dringend Fässer. Kupfer, Eisen, Eichenharz. Okay, Eichenharz ist das, was ich nicht habe. Alles andere müsste ich eigentlich mehr als genug haben. Von daher, wie viel Barren habe ich dann noch hier? So viel habe ich gar nicht. Muss ich nochmal zum Schmied einkaufen gehen? Muss ich nochmal zum Schmied einkaufen gehen? Ne, hier habe ich doch genug. Zack, 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 zack. Warte mal. Für so ein Fass brauche ich Eisen. Okay. Brauche ich nur Eisen, brauche ich kein Gold. Warum habe ich so viel? Habe ich das gekauft? Ich glaube, hier muss ich echt noch mal ein bisschen überarbeiten. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so viele Kohleofen, ich glaube, die Kohleöfen hier werde ich abbauen. Beziehungsweise die 5 werde ich abbauen. Genauso wie die Recycling-Truhen. Und dann werde ich die nach oben bauen und hier unten noch eine Reihe Schmiedeöfen reinsetzen. Einfach, weil die meiste Zeit die Kohleöfen hier oben und die anderen Maschinen, ich weiß gar nicht. Ne, das sind Saatguterzeuger, die brauche ich. Da müssen 10 Stück mindestens da sein. Stimmt, das sind Saatguterzeuger. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die kann ich nicht absetzen, aber ach, weißt du was? Drauf geschissen, dann mache ich es anders. Dann baue ich mir einfach nochmal, lasse ich mir einfach von der Robbe nochmal ein Hütchen bauen. Und hau dann die Schmiedeöfen dann da rein. Warum eigentlich nicht? So, muss ich aber mal gucken, wie ich das mache. Wie gesagt, das ist ja mein Privatspielstand. Von daher, muss ich mir das alles nochmal angucken. Jo, ansonsten bei Genshin habe ich mir jetzt meine Tagesroute abgesetzt. Das bedeutet, morgen werde ich. Nein, ich habe keine Kohle mehr! Keine Kohle mehr! Nein! Nein, ich muss nochmal zum Schmied! Oh, es ist ja schon 19 Uhr. Na egal. Ist egal, macht nichts. So. Oh, die war super. Muss ganz ehrlich sagen, überraschend. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Brokkoli. Aber der Gemüseeintopf sollte eigentlich ein Gemüseeintopf sein, wurde aber dann doch eine Suppe draus irgendwie. Habe ich heute zum ersten Mal gemacht, aber da ich weiß, dass wenn man etwas nicht kann, sollte man immer nach Gebrauchsanleitung spielen, beziehungsweise nach Gebrauchsanleitung gehen. Von daher war es eigentlich ganz gut. Und war lecker. Also habe dann einen großen Topf gekocht, einen Riesentopf. Das bedeutet, wenn ich den alleine verputze, dann werde ich da noch einige Jahre, beziehungsweise einige werde ich da mir noch einige Tage dran essen. Aber ich habe meinen WG-Mitbewohnern gesagt, dass sie sich da ruhig bedienen können. Haben mich auch gefreut. Ich weiß nur nicht, ob sie es gemacht haben. Jo, Arbeit hier erledigt, obwohl ich nicht viel Energie benutzt habe. Das ist immer, finde ich immer ein bisschen komisch. Aber ist okay. Habe ich irgendwo eine Saatguttruhe? Die Steine hier habe ich rausgehauen. Okay. Die Saatguttruhe ist dort. Okay. Dann kann ich das Saatgut nämlich hier reinpacken. Zierlauchsaat. Wofür brauche ich Ahornsirup? Brauche ich Goldbarren und Schleim? Ölpresse? Ölpresse. Ach so, ich weiß, wofür ich die Ölpresse brauche. Die Frage ist nur, will ich hier noch ein paar reinstellen oder eigentlich reichen die? Naja, gucken wir mal. Ich hoffe, euch gefällt das Overlay hier. Das habe ich heute mal schnell gebastelt. Weil ich dementsprechend schon ein wenig. Ja, ich konnte mich ein bisschen vorbereiten hier. Und dementsprechend habe ich mir heute mal ein bisschen was gebastelt. Jo.
Sekunde. Den Wolke noch mal. Den Justin Bescheid gegeben. Und jetzt will ich noch dem Makoto Bescheid geben. So. Wollen wir mal ins Bettchen gehen? Du. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, ich bin heute früh aufgestanden und ich habe dir etwas Süßes gebacken. Oh, guck mal, ich hab mir Kekse gebacken. Kekse. Süß und sehr süß und knusprig. Oh, weißt du was? Die kriegt jetzt eine Sonnenblume von mir. Nee, Tulpe mag die, glaube ich, nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Komm, die kriegt eine goldene Sonnenblume. Guten Tag, ihr Weib. Ich hol was für dich. Oh, das mag ich am liebsten. Ich mag dich auch am liebsten. Ich weiß, dass du stark bist, aber du musst trotzdem gut essen, um immer dein Bestes zu geben. Oh. Guck sie dir an. So, kleiner Elias. Der ist nur am Schlafen. Das ist ein Leben. Papa macht alles, Mutti kocht fein und der kleine Mann ist nur am Pennen. Wunderbar. So, das ist noch am Garen. Das wird wahrscheinlich noch mindestens mal bis Winter dauern. Jo, dann würde ich sagen, im Winter wächst sowieso kaum was. Von daher hauen wir mal hier alles raus. Ich werde jetzt auch für die nächsten 8 Tage nichts mehr anpflanzen. Ich denke mal, farmwirtschaftlich bin ich eigentlich gut dabei. Jo. Ich müsste eigentlich auch mal Harvest Moon spielen, aber das ist für einen Stream einfach zu langweilig. Muss ich gestehen. Ja, das Lachsi, der spachtelt. Ja, das Lachsi, hau mal raus, mein Lieber. Was hast du denn gemampft? Wenn du möchtest, kannst du auch in den Discord kommen. Wir beißen nicht. Okay. Ich habe einiges an Tiere, aber die sind eigentlich... Oh, da ist noch was vergraben. Der Hund. Guten. Guten. Alles fit? Ja, ja. Das Spiel macht ein bisschen süchtig. Auf dem Handy. Was, auf dem Handy? Welches? Das, was du gestern gespielt hast. Achso, Genshin. Ah. Ja, das ist am Anfang. Am Anfang macht das richtig Spaß. Ich dachte, du redest von Stardew Valley. Nein. Ich spiele auf dem Handy gerade. Ah, okay. Ja, wir sind soweit eigentlich durch, ne? Also, ich warte jetzt eigentlich nur noch, dass du, Kai, kommst und Justin. Dann könnten wir eigentlich das Spiel wechseln. Also von daher, warte mal. Die Hühnerstatue kann eigentlich weg. Ich starte schon das Spiel. Kann man Gamechens einfach auf dem Handy schließen, ohne zu speichern? Ich denke schon, das speichert automatisch, weil du da natürlich... würde ich auch WLAN benutzen, weil das Spiel ist halt ein Online-Spiel, ne? Ich weiß, ich habe auch WLAN benutzt. Okay. Gut. Das wollte ich dir nur gesagt haben, nicht, dass du irgendwie... Also der Witz ist, ich spiele auf dem Handy draußen, beim Rauchen, plötzlich 50% Akku. Dann... Okay, dann gehe ich ins Büro... Schau was, plötzlich, Handy aus. Ein paar Minuten später, Handy
tot. Ja, das ist klar. So, der Kai ist auch gleich da. Super. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf den Justin warten. Er hat gesagt, er kann so zwischen 17 und 18 Uhr. Das bedeutet, wir müssen da noch ein bisschen warten. Meinen Tieren geht es gut. Den Tieren bringe ich bei die Manieren. Ja. Gut. Oink, oink. Das Schwein kriegt keinen Freund. Freund. Jo, ansonsten, Audio sollte alles gut sein. Ich hoffe, das Overlay gefällt euch. Die Discord-Leute hatten ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Die VIPs und konnten da schon mal reingucken. Ich habe jetzt noch kein großes Feedback dazu bekommen. Habe ich VIP, glaub nicht. Nee, VIP nicht. Ich meine jetzt die Leute, die mir auch auf Discord folgen und online sind. Die kriegen da manche Sachen schon ein bisschen früher zu sehen, bevor ich sie in OBS einbinde. Und die anderen sehen es halt nur dann nicht. Also bei Steam Discord-Channel sind. Genau, weil sie im Discord-Channel sind. Richtig. Und die können dann... Die können dann natürlich auch sowas wie Vorschläge machen oder so. Das sage ich dann, okay, ich hab das Overlay jetzt so und so bearbeitet. Was haltet ihr davon? Graf, ich gehe schnell kurz auf K. Ja, ja. Bis gleich. Bis gleich. So, Aubergine. Ich bin Ober-VIP. So, okay. Alles klar. Ich wollte eigentlich Pharma Wallner reinschreiben. Das hat aber nicht in die Sprechblase über mir gepasst. Dementsprechend habe ich einfach Dorfdödel reingeschrieben. Wollte aber jugendfrei bleiben. Und dann habe ich halt Dorfdepp genommen. zack, zack, okay. Das ist soweit ganz gut. Also egal. Warum habe ich immer so einen scheiß Ordnungsfimmel? Super. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Wollte ich nicht zum Schmied, wollte mir mal ganz viel Kohle kaufen. So, warte mal, Sabrina, komm her. Dim dilim 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 dilim. Jawohl, super, Eichenharz, wunderbar, dann kann ich mir wieder ein paar Fässer kaufen. Nicht kaufen, sondern bauen. Ja, das war jetzt auch nur Selbstironie, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Probleme habe oder so. Alles gut, alles gut. Ich wollte einfach mal ein bisschen lustig sein. Wäre doch Dorfdeppen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich denke mal, wenn wir das Spiel regelmäßiger spielen sollten, zusammen werde ich auch nochmal das Layout bearbeiten und euch mit reinsetzen. Das hoffe ich, das hoffe ich. Das hoffe ich. Trotz alledem würde ich, muss ich nochmal gucken, dass ich unter der Woche nochmal einen kleinen Stream Day einplane. Weil ich glaube, nur freitags und samstags wird erstens ein bisschen weniger und wird ein bisschen wenig. Und zweitens würde ich gerne öfter streamen, aber dafür nicht so lange. Von daher. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kohle. Alter, Kohle ist ganz schön teuer. Aber ist egal. Ist egal. Ich denke mal. So, ich denke mal, bis ich knapp unter 100.000 habe, kann ich ein bisschen Kohle kaufen. Das passt. So, dann habe ich auch wieder Kohle, 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 Kohle. Justin wünscht sich ja immer noch ein Minecraft-Let's Play von mir. Aber, nee. Heute würde ich sagen, gucken wir mal, wie lange wir es schaffen zu streamen, beziehungsweise wie lange wir Lust auf dieses Spiel zusammen haben. Oh, wieder anwesend. Wir kommen zurück. Dann dementsprechend gucke ich da mal, dass ich es heute nicht so lange mache, weil ich schon
Es gibt auf meinem YouTube-Channel am 17., also das kennt ihr wahrscheinlich dementsprechend, auf meinem YouTube-Channel wird am 17. November der letzte Stream-Part von Shadow of the Tomb Raider hochgeladen. Das bedeutet, ab dort gibt es keine Bewegung mehr. Warum nicht mehr? YouTube bringt gar nichts. Du guckst gar, da guckt kein Arsch rein. Du kriegst irgendwie kein positives Feedback. Da läuft gar nichts. Das höchste aller Gefühle, was du mal kriegst, ist irgendwie ein Tritt in die Eier oder irgendwelche Daumen nach unten. Und dementsprechend. Oder Sprüche, wo du nicht hören willst, sonst lesen willst. Genau. Naja, das noch nicht mal. Also das meiste, was ich an YouTube erstmal Probleme habe, sind halt, bin froh, dass die Kommentare YouTube selbst löscht. Weil das sind halt irgendwelche Spam-Bots. Da hat irgendeiner meinen Channel irgendwo angemeldet. Und da kriege ich jetzt, also nicht ständig, aber ab und zu mal bei manchen Videos kriege ich dann Benachrichtigung, dass der in der Kommentar gelöscht wurde oder nicht angezeigt wird, weil das irgendwie, das sind Spambots, die dann auf irgendwelche Sexseiten verrichtet oder so, ja, hier, da, irgendwelche Girls, und hast du nicht gesehen. Ansonsten kriege ich eigentlich nur irgendwelche, entweder wenn ein Video mehr Aufrufe als 3-4 Stück hat, dann sind es meistens nur Daumen nach unten. Das hat halt damit, es fing damit an, als ich mit Florenzi aufgehört habe. Seitdem gibt es nur noch entweder viele Aufrufe mit viel Hate, ja, oder Dingsbums, oder kein positives Feedback oder keine Aufrufe. Dementsprechend ist YouTube, bringt YouTube für mich nichts, ne? Wenn ich merke, ich habe ein Video in der Woche oben von der Videoreihe, die nicht angeguckt wird, dann muss ich die Videoreihe nicht weitermachen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Torchlight 1 erstmal nicht aufgenommen habe. Einfach, weil wenn ich die Videos nicht als Premiere mache, guckt da kein Arsch rein, um ehrlich zu sein. Und da frage ich mich, warum mache ich mir die Mühe? Da kann ich auch das Spiel einfach für mich selbst spielen und habe Spaß dran. Weil ich mache Streaming nicht für mich. Auch Videos und YouTube-Videos mache ich nicht für mich. Wenn ich ein Spiel spiele, spiele ich das und genieße es. Alle anderen, die sagen, ich mache Streaming nicht für andere, ich mache YouTube-Videos oder so nicht für andere, sondern für mich. Sorry, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es ist totaler Quatsch. Du gehst da auch nicht für dich selbst auf die Bühne und tust vor zigtausend Leuten irgendwas vortragen und sagst, ich mache das nicht für euch, ich mache das für mich. Das glaube ich niemanden, der das sagt. Das ist alles so nicht dieses liberal Gequatsche, sondern dieses gescheite Gequatsche. Ich mache das ja für mich selbst. Dementsprechend lasst mich dann einfach und alles, wenn das Thema dann halt aufkommt, das machen so die meisten und ich denke mir so, lüg dich doch selbst nicht an. Also wozu soll ich mir die Mühe machen, wenn ich ein Spiel genieße? Dann kann ich das auch für mich machen. Und wenn ich mir irgendwas im Spiel angucken will, wie zum Beispiel Dark Souls, habe ich zum Beispiel, trainiere ich ab und zu, also Dark Souls 1, da gucke ich immer ganz gerne, dann nehme ich das erste Level auf, gucke mir das Video dann nochmal an, ohne Mikrofon, ohne irgendwas, sondern nimm einfach nur auf und guck so, okay, wo hättest du dich verbessern können? Das sind dann so Tutorial-Videos, die ich aber dann für mich selbst mache. Da muss ich die nicht irgendwie stundenlang auf YouTube hochladen. Und wenn auf YouTube halt kein Arsch guckt oder es kein Penis interessiert, dann denke ich mir dann auch, wofür machst du den Scheiß dann? Weißt du, was ich meine? Ja. Und da ist es dann auch echt kein Problem, wenn du sagst, ich mach das halt. Die meisten sagen halt, gerade wenn sie keinen Erfolg haben, sagen halt, ich mach das für mich, ich mach das nicht für den Fame. Denke ich mir so, das ist totaler Quatsch. Natürlich machst du das für andere. Und ja. Und dementsprechend muss ich dann halt auch schon gucken, lade ich jeden Tag ein Video hoch, wo kein Arsch selbst nach 2 Wochen da nicht keiner reinguckt, dann muss ich die Videoreihe auch nicht weitermachen. Dann spiele ich das Spiel für mich, aber dann muss ich es nicht hochladen. Und von daher ist es halt so. Gut, Kai ist auch schon da. Jetzt warte ich nur noch, bis er mir ins Ohr schreit oder ins Ohr rülpst oder das Mikrofon an seinen Hintern hält und so richtig einfahren lässt. Ich habe es mit den PayPal-Donations noch nicht geschafft einzubinden, Wolke. Das bedeutet, wenn da
Wenn da was kommen sollte, müsstest du mir den Code entweder per Handy oder per Steam dann schicken. Dann kann ich den auf mein PayPal-Konto, auf mein Paysafe-Konto einzahlen. Wenn der Gedankengang von dir gestern noch, wenn du den Gedanken noch weiterspielen möchtest. Die Gedanken habe ich noch im Kopf. Okay. Ist, wie gesagt, ist kein Muss. Das hat, es hat sich, es hat noch Zeit. Naja, klar, natürlich. Ich will dich jetzt auch nicht dazu nötigen. Ich will dir einfach nur informativ geben, wie man das halt aktuell lösen kann. Ich muss da, brauche da noch ein bisschen Zeit, um das alles richtig zu machen. So, ah, Justin der, hat der, geschrieben. Der von gestern da ist, wo er einen dummen Spruch losgelassen hat, ist auch da. Wo, wer, wie, was? Der Mr. DJ. Der hat keinen dummen, der hat keinen dummen Spruch losgelassen. Das ist ein guter Mann. Der kommt öfters. Der Mr. DJ. War das jemand anderes? Das war jemand anderes. Das war einer, der nur einmal. Der sich bei Resident Evil 4 wegen dem Titel beschwert hat, weil OBS oder Twitch 2 Minuten gebraucht hat, das zu aktualisieren. Und er den. Ah, der meint, entschuldige ich mich noch bei ihm, was ich das über ihn gesagt habe. Ja, das war der andere. Der kommt wahrscheinlich auch nicht wieder, weil er wollte mich ja melden, weil ich irgendwie einen irreführenden Titel drin habe. Ich habe keinen. Oh, super. Er wird wahrscheinlich als Antwort genau das von Twitch bekommen haben, was ich ihm gesagt habe. Wenn der Titel eines Spiels mal nicht passt, dann aktualisiere doch bitte vorher den Browser und guck, ob der Titel dann immer noch stimmt, bevor du hier die Meldefunktion benutzt, wenn überhaupt. Nee, alles gut. Alles gut. Der Wolke hatte ich nur mit jemand anderem verwechselt. Das ist alles in Ordnung. So, Dille. Kai ist jetzt im Spiel drin. Du hast das Spiel auch schon gestartet. Der Justin hat geschrieben, dass es bei ihm erst 18 Uhr wird. Das bedeutet, wir könnten entweder noch kurz ein anderes Spiel reinspielen oder nicht. Kai, zu dir sage ich noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du schon in der Lobby drin bist. Nimm bitte normalen Namen. Keine Items. Hey, hab etwas Zeit. Einen guten Abend an alle. Hallo, Charlotte, grüß dich. Fühl dich geknuddelt und gegrüßt und hallo. An den Kai. Ganz normal, keine Item-Codes, keine Item-Namen oder sonst was. Der Justin spielt das Spiel zum ersten Mal. Das hat er noch nicht lange, das hat er sich letzte Woche erst gekauft. Hat es unter der Woche nicht so viel gespielt. Der spielt es mit uns zum ersten Mal und es wäre schade, wenn man deswegen halt einem ein bisschen die Herausforderung nimmt. Deswegen, wenn wir neu anfangen, ganz normal mit einem normalen Namen, weil der Kai weiß nämlich, wie man sich mit Zahlen benennt, ja, dass man halt zum Beispiel eine Truhe hat mit verschiedenen Items und da kann man natürlich am Anfang viel Geld cheaten, sozusagen, auch wenn es offiziell kein Cheat ist. Du, ich weiß auch, wie man Geld cheatet. Ja, aber das wollen wir jetzt... Aber das mache ich ja nicht, weil es live ist. Nee, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ich meine, ich kann auch jetzt hier in die Editor-Datei reingehen, kann den Wert ändern und habe dann ein paar Millionen. Ich habe ein anderes Programm. Ja, du hast wahrscheinlich Cheat Engine. Genau. Dementsprechend. Cheat Engine macht eigentlich nichts anderes, außer das, was du in der Editor-Datei auch machst. Nur da musst du halt wirklich aufpassen, was du eingibst, weil wenn du da eine Zahl falsch eingibst, dann kannst du dir auch den Spielstand versauen. Dementsprechend, genau. Da ich halt als Informatiker aber mit sowas ein bisschen zu tun habe und genau weiß, was ich mache, halbwegs, brauche ich diese Cheat Engine nicht. Wie gesagt, bei Singleplayer okay, aber beim Justin würde ich das gerne, dem würde ich gerne den normalen Dingsbums lassen. Ob nun live oder nicht, ich weiß nicht, wie das mit Cheats generell ist, wie Twitch es mit Cheats generell sieht. Kann sein, dass Twitch da vielleicht ein bisschen rumheult. Aber ich glaube, bei Offline-Spielen ist das relativ scheißegal. Das mache ich höchst, wenn ich alleine bin. Das kriegst du, glaube ich. Ich glaube, bei Twitch kriegst du nur ein Problem, wenn du bei kompetitiven Spielen oder so richtig cheatest. Call of Duty wird ganz gerne mal gecheatet. Counter-Strike und so, da wird auch ganz gerne was genommen. Und da ist, glaube ich, Twitch, wenn du dann auch Twitch-Partner bist, ganz schnell. Sag dann Tschüss. So, ich muss mir jetzt nochmal ein Brillenputztuch holen. Ich habe nämlich ganz viel Staub auf der Brille und das nervt. Und wir warten dann bis 18 Uhr auf den Justin, würde ich sagen. Und dann können wir mit der Together Farm anfangen. Da habt ihr nicht viel verpasst. 2 Tage ein bisschen Aufräumarbeit.
Und es ist aber ein Geldbeutel. Das bedeutet, wenn ihr was kaufen wollt, dann... nee, ich mache noch nicht auf. Ich mache noch... Obwohl, doch, könnten wir... Nee, noch nicht. Was wir warten auf den Justin. Öffnen oder nicht öffnen? Gleich, wenn ich mir die Brille geputzt habe. Sonst sehe ich nichts. Juppaidi und Juppaido, das Farmen macht des Grafen froh. Holla di jo. Oh ja. Gut. Wann bist du nie froh, wenn du nicht farmen kannst? Richtig. Und wenn man farmen kannst, dann bist du so tief begraben, dass du nicht aufhören kannst. Ja, das kann bei Stardew Valley ganz schnell passieren. Das kann... Das hat sich ein bisschen gereimt. Wunderbar. So, und jetzt habe ich auch wieder kann. Den... Jetzt habe ich auch wieder den Durchblick. So, okay. Packung Kinderpingui liegt bereit. Was? Für mich nichts? Obwohl... Bis ich dir das geschickt habe, ist das Ding entweder flüssig. Kannst du dann trinken oder so. Was wohl passiert, wenn man so ein Ding in der Mikrowelle warm macht? Ob das wirklich flüssig ist oder ob nur die Schokolade verflüssigt wird? Kinderschokolade, Pinguinschokolade. Kinderpingui. In den Kühlschrank. Nicht in den Kühlschrank, sondern in die Mikro. Ich würde glauben, es würde glaubt, die Schokolade wird glaubt schmelzen. Den Inhalt glaube ich weniger. Ah, weiß ich nicht. Aber probier es nicht aus. So, machen wir mal Koop. Dann könnt ihr schon mal reinkommen. Host. For Beginner. Warte mal. For Beginner Hof. Entspannter Hof. Machen wir For Beginner. Also einen Strohhalm. Alter, du wirst lachen. Du willst nicht wissen, wie ich mein erstes Milky Way gegessen habe. Das war so widerlich. So, Ich das Spiel bei mir laut. In Lobby einladen, Gewürzwolke, Rechtsklick in Lobby einladen. Wir werden nicht so viel machen, also maximal. Wir werden hier wirklich. Könnte schon mal reinkommen. Warte mal, hier muss ich irgendwie Field of View ändern. Error! Unbekannter Farmer Ghostfly 86 83 1. Ist das wirklich dein Name? Merich? Nee, ich meine vom Kai. Hier sind die Häuser nebeneinander. Das bedeutet, wir können hier ein bisschen besser agieren. Und ja. Ach nee, oder? Okay, Justin ist beigetreten. Nee, Justin ist noch nicht beigetreten. Ich bin da beigetreten. Ich bin noch am Namen aussuchen. Robin, ich weiß, du hast eine Menge Steine. Ah, stimmt. Steine für den Brunnen. Wunderbar. So, dann lasse ich euch erstmal eintreten. Dann können wir mal anfangen. Können wir so langsam anfangen. Ist mir eigentlich noch ein bisschen früh, eine halbe Stunde. Das sind einige Tage. Tut mir ein bisschen leid für. Obwohl, ein paar Tage ist jetzt nicht so schlimm. Weiß jemand, wie die Minutenanzeige hier ist? Ob eine Stunde im Spiel eine Minute ist? So ist das zumindest bei Harvest Moon. Komm, Leute, haut, seid ehrlich. Wer hat Harvest Moon A Wonderful Life gespielt? Egal, welches Geschlecht man nimmt. Theoretisch egal, ja. Okay. Ihr habt keinen?
Nein, warum habt ihr keine Harvest Moon gespielt? Oh Mann. Es macht mich traurig. Also, es macht mich nicht traurig, dass ihr das nicht gespielt habt. Es lässt mich wie ein Dorfdepp dastehen. Weil Harvest Moon ist wirklich leider das Spiel auf der GameCube, was ich am meisten gespielt habe. Es regnet, Hilfe. Oh nein, Kai, du hast das. Komm doch einfach in den Discord rein. Lieber Kai. Wow. Was denn? Es regnet. Bist du eine Dame? Ich hasse Regen. Bist du eine Dame? Du hast lange Haare. Henrietta? Bist du die Henrietta? Gewitter. Nee, du bist die Henrietta. Ich hab den Namen Gewitter genommen. Ja, ich weiß das so, wie du im Spiel heißt, aber ich nenne dich Henrietta. So, der Kai hat den Emo-Look genommen. Wunderbar. Super. Okay, das ist mir noch nie passiert, dass ich an der Getränkedose dieses Ding hier abgemacht habe. Und dass das Ding so fest an der Dose war, dass mir das Oberteil aufgerissen ist. Es ist mir noch nie passiert, dass es bei mir dann wirklich so aussah. Also nicht hier, wo der Halter ist, der dann abgerissen ist, sondern wirklich das Blech ist aufgerissen. Alter Schwede, ist mir noch nie passiert. Es flirtet der mit mir noch. Der liebe Kai. Hallo Süße. Ey. Ey. Hier. Wenn Paarungsverhalten bitte im Stall. Ernsthaft. Hallo, ihr Herr. Wie hast du das mit dem Herz gemacht? Was für ein Herz? Kai, wenn du... weg, weg, weg! Oh, dieser Lustmolch. Gucken die an. So, ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein bisschen sauber, solange bis der Kai kommt. Und, jo, Justin und ich, wir haben uns schon die zweite Erweiterung geholt. Das bedeutet, warum habe ich so wenig Energie? Ach so, ich bin ja gestern Abend ins Bett gefallen. Oh, vor was? Bett. Nicht privat, sondern hier im Spiel. Ah! Da habe ich es gestern nicht ins Bett geschafft und ich weiß gar nicht, ob es der Justin auch geschafft hat. Also es war gestern sehr knapp. Und wenn du halt nicht im Bett schläfst, dann regenerierst du... Also wenn du im Haus schläfst, aber nicht im Bett, verlierst du kein Geld. Aber du regenerierst ganz wenig Leben. Hier gibt es keinen Schlacks. Lieber Chris, hier gibt's mal einen harten Lachs, Baby. Das Lachsi und der Chris, die denkt sich, Mensch, Graf! Was war das denn? Das hört sich an, als hätte man dir den Arsch zugenäht und dass deine Scheiße nun oben rauskommt. Oh, diese Sprüche sind super, aber ich darf die nicht zu sehr verwenden. Warum ist hier noch ein Da fragen wir das mal nicht. Kann sein, dass es ab und zu ein bisschen leckt, mit Sachen aufzusammeln. Das kann sein, dass es bei dir ein bisschen leckt, aber es kann auch sein, dass es an mir liegt. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, moin zusammen, moin Dorfdepp, nettes Bild. Haha, dankeschön. Schön, schön, dass du da bist, Küsti. Ist ja meine Teilzeit-Chefin, die Küsti. Zumindestens für den Monat. Einer meiner Chefin. Ich nenne jeden Abonnenten jetzt Teilchef. Du fühlst dich überlastet. Nein! Habe ich was zu essen? Nein, ich werde gleich umfallen. Ich muss mich schnell in ein Bett legen. Also wir müssen uns nicht alle ins Bett legen. Ihr könnt natürlich weiterarbeiten. aber ich muss das machen.
Ich muss mich jetzt erstmal ins Bett legen, um ein bisschen Energie zu regenerieren. Kann man im Multiplayer eigentlich umfallen? Nee, ne? Ah, oh, super. Jetzt. Deine Axt ist nicht stark genug. Ja. So, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen Energie regenerieren. Ich hoffe, der Statuseffekt. Graf Neuling. Okay. Hey, mir geht's wieder gut. Super. Halbwegs. Aber wie heißt denn eigentlich unser Köter? Unser Hund, Entschuldigung, das darf ich ja so nicht sagen. Uns gibt's wieder Ärger mit dem Justin. Ah, Akira, stimmt. Wer hat. Die Hino hat ihn so genannt, ne? So, der Grabe so witzig, wegen. Was? Wegen was? Dir oder mir? Moment. Gewitter hört heute früh auf. Ja, kein Problem, wenn die Energie leer ist. Einfach, wir dürfen uns nicht alle ins Bett legen, sonst beenden wir den Tag somit. Ansonsten, wenn einer erschöpft ist, kann er sich aber ins Bett legen und somit ein bisschen Energie kriegen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das gibt's im Singleplayer leider nicht. Wenn du da ins Bett gehst, bist du im Bett. Ah, so regeneriert man das. Ja. Oder du kannst halt irgendwelche Sachen essen. Also gehst dann erstmal zur Milchmoni, wenn wir dann später eine Dingsbums haben. Dreh den Milchhahn auf, Moni. Der Slaxibitz kennen. Bibberbacke, kommt zum Frühstück. Oh, diese scheiß Umgewöhnung. Normalerweise habe ich die Kamera auf meinem zweiten Monitor stehen und gucke dann immer darüber, weil auch dort OBS läuft. Aber jetzt habe ich die Kamera dahin gestellt, weil mir wegen dem Greenscreen das so besser ist. Aber ich bin halt immer noch so ein bisschen dran gewöhnt, dass ich nach da gucke, wenn ich mit euch spreche, aber ich muss dahin gucken. Oh, und ich muss Staub wischen. Oh, Mist, da hier alles irgendwie schwarz lackiert ist, mehr oder weniger. Also Monitore dunkel, Webcam, da siehst du jeden scheiß Staub drauf. Und das geht mir gerade so auf den Sack. Das ist wirklich wie so eine Ameise, die, oder wie so ein kleiner Stein in deinem Schuh. Und du musst wandern, kannst den Schuh nicht ausziehen, weil du auf Glasscherben läufst. Und kannst den Stein da nicht rausholen. Mama, Mama, Shita. Sowas wie du war noch nie da. Ach Mann, warum kenne ich den Scheiß? Warum hast du Angst? Es ist dunkel. Ja, ich meine, wenn du als Frau hier auf dem Männerhof arbeitest, da muss man im Dunkeln schon ein bisschen aufpassen. Oh ja. So, hey, hey, Shin-Chan, looking for trouble, he's her name. So, hey, hey, Shin-Chan. Opa, wir haben den falschen Bus genommen. Ich glaube, das ist nicht der Zoo. Nein, das ist eine Schule für Mädchen, Ja, massenhaft junge Torten. Oh, der Opa war echt der Hammer, ey. Der Opa und Shin-Chan zusammen sind einfach die Besten. Guck mal, Oma, da ist die Oma. Ich hab ne coole Oma, die liegt noch nicht im Poma. Oh, schön. Es ist einfach wunderbar. Schatz, du bist mir noch nicht sauer, dass ich hab einfach sitzen lassen. Oder du weißt, oh, ich liebe dich. Ich find dich auch zum Anbeißen. Und dann wirft ihr Gebiss auf dich. Er so, oh nein, das Gebiss. Und der Shin-Chan, sei froh, dass sie kein Auge auf dich geworfen hat. Oh Mann, scheiße, warum muss ich immer, wenn Saxi im Chat ist, muss ich immer an diesen Shin-Chan denken, das ist grausam. Ich habe eine coole Mutter, die macht mir immer Futter und schickt mich dann ins Bett, trotzdem ist sie nett. Warum habe ich mir die Sonnenbrille aufgesetzt, die sieht scheiße aus, um ehrlich zu sein. Ja, in der Folge ist es einfach super, also Shin-Chan ist einfach wunderbar. Ich finde es halt immer nur ein bisschen. Ich finde es halt immer nur ein bisschen schade, dass der Harry immer so ein bisschen
auf die Dingsbums kriegt. Immer auf den Deckel kriegt. Und dann muss ich die Eltern streiten, was eigentlich auch ganz lustig. Weil sie dann irgendwie sich gestritten haben, wer irgendwie blöd aussieht und hast du nicht gesehen. Und der Shinshan, oh, wir sollten nicht vor Shinshan streiten. Der hat Angst, unser kleiner Junge hat Angst. Oh nein, eure Gesichter, ihr seid ja voll die Monster. Graf, ich bin schnell AFK. Ich muss schnell was schauen bei meinem Großvater. Bis gleich. Hoffentlich brauchst du nicht zu lange. Wir können die Zeit nicht anhalten. Ich hab mich schon im Bett gelegt. Achso, okay, gut. Bis gleich. Jo. Wir versuchen hier den Tag so stark auszunutzen, wie wir können. Wir können auch ruhig hier das Gras schon abrasieren. Weil Heu ist jetzt nicht so teuer. Auch wenn es ein Anfängerfehler ist. Aber passt schon. So. Muss gucken, dass meine Energie nicht reinkommt. Kai, es wäre ganz gut, wenn du in den Chat kommen könntest. Dann könnten wir uns absprechen, wenn wir Pause brauchen. Dass wir nicht beide ins Bett gehen. Außer wenn die Zeit wirklich ist, weil meine Energie ist auch gleich wieder leer. Es wird dunkel. Ich glaube, wir sollten... Ich glaube, bis um 2 Uhr kann man spielen, ne? Bevor der Charakter dann irgendwie umfällt. Whoops. So, kannst du die neue Folge... Nee, die neuen Folgen von Shinshan kenne ich nicht. Ich kenne nur die älteren, leider. Das muss ich nochmal nachgucken. Kennst du den Anfang von Shinshan? Er hat jetzt einen Schwester. Ja, stimmt doch, die Daisy. Ich finde es vor allem lustig. Ja, stimmt, Daisy. Ja, die Daisy. Ist nicht neu, ist schon sehr, sehr alt, aber ja, die Daisy ist cool, weil die nämlich genauso wie Shinshan ist, nur dass sie den Jungs hinterher ist. Und. Oh, herrlich. So, dann können wir uns hinlegen. Hört man mich? Hm? Gut. Alles fit bei dir? Jo, und bei dir? Super. Du hast eine andere Stimme. Oder du bist heute etwas lauter als sonst. Krass. Du warst doch sonst immer so still. Und? So. Ist egal, wir kriegen das schon hin. Super, alles. Nee, du bist nicht zu laut, sondern super. Es war eben perfekt. Also mach nichts an deinen Einstellungen. So, die Pastinaken könnten wir eigentlich direkt verkaufen. Dann kriegen wir ein bisschen Money in die Bank. Du könntest hier deinen Einstellungen... So, wieder anwesend. Komm zurück. Danke. Wer hat denn hier unten dieses Kreuz gepflanzt? Du weißt. Ist egal. Langweilig. Ja, dann pflanz deine Pastinaken doch bitte. Pflanz deinen. Ich will es nicht sagen, aber. Verbreite deinen Samen doch bitte demnächst zum. Ist egal. Ja, kümmere dich drum. Das nächste Mal verstecke ich noch besser. Wenn es nicht regnet, musst du gießen. Alles gut mit Opa und Wolke. Genau, dein Opa. Geht's deinem Opa gut? Ja, mein Opa geht's gut, ja. Super. Mit seinen 80 Jahren. Ja, 80 ist doch gar nichts. Mich muss die nur bei etwas rausschlagen helfen. Okay. Ja, wem der wollte hat irgendwas wegen... abgesagt. Achso. Und deswegen musstest du beim Rausschlagen helfen? Wie soll ich es sagen? Der wollte jemanden. Ich wohne ja auf dem Bauernhof. Ja. Und wir müssen ja den Dreck von. Wo die Kühe im Stall. Scheiß. Mhm. Also, wir haben noch einen Anbindestall. Mhm. Ah, okay. Und müssen wir den Gang putzen. Mhm. Den Schaber. So. Den Schaber, wo man. Sachen wegputzt, hat er die Sachen abgeschnitten, also, Niete, okay. Wo ich rausschlagen musste. Also, okay. Und er musste halten. Okay. Ich hab ne coole Oma, die liegt noch nicht im Koma.
Ach ja. Ich hab Kohle gefunden. Oh, Slaxi, kennst du die Folge, wo Shinchan und Max sich küssen? Weil Max umgefallen ist und mit seinem Mund auf Shinchans Mund draufgekommen ist. Oh, es tut mir leid, Shinchan. Du hast mich geküsst. Auf die Lippen. Nein, bitte sag's nicht. Sie sagt, ich bin ein leichtes Mädchen, Bruce. Aber du kannst mich aus dem Sumpf ziehen. Du und der Treuhandvor von einem reichen Onkel. Shinchan, wie oft habe ich dir gesagt, dass du dir nicht diese Seifenoper angucken musst? Hey, Shinchan, hör auf! Keiner wühlt in meiner Unterwäsche. Schon mal gedacht, dass du vielleicht deswegen noch Single bist? Oh, es ist so herrlich. Ich hab das mal mit einer Freundin geguckt. Wir haben das früher als Kind beide alle geguckt. Das war vor allem war super. Aber wenn du die mit Erwachsenen, wenn du als Erwachsener die Folgen guckst und verstehst, was er da eigentlich sagt, dann denkst du dir auch einfach nur. Für Mr. Bean war ich schon zu alt. Als das populär wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich aus dem Alter draußen, als mir die Comics reingeguckt haben. Du Graf, wenn man noch weiter abbauen will, muss man dann langsam bessere Sachen holen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das muss man immer so ein bisschen langsam machen. Wir machen erstmal das weg, was wir können. Und gucken dann, wie wir das machen. Von daher entspannen wir uns mal ein bisschen. Kriegen wir schon alles Stück für Stück hin. Shinchan, wow, Fräulein Do, Sie waren aber fixi. Natürlich, ich möchte doch nicht, dass es dir schlecht geht. Was ist denn alles gut? Nichts? Wie geht's deinem Beinchen? Mein Beinchen geht's gut, aber Sie können mir gerne mal Ihre Beinchen zeigen, Fräulein Dori. Oh, schön. Ich hab nichts zum Abgrasen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, es steht sogar dran, wie lange man für die Sachen braucht. So, will ich mal die Energie regenerieren. Ach ja. Der Direktor Enzo ist eigentlich auch ziemlich entspannt. Ihr seid keine Truppe von Sportlern, ihr seid Angsthasen. Was können wir denn da machen? Euren Vatis die Kniescheiben brechen? War nur ein Spaß. Oh, ehrlich. Hör mal, Shinchan, warum zahle ich hier denn immer so viel Schutzgeld, wenn du mich sowieso immer wieder Don Corleone nennst? Ehrlich. Oh, schön. Ja, Enzo, super. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand die Folge so richtig lustig, als sie dann in Frankfurt, angeblich in Frankfurt waren und dann in diesem Restaurant sollte der Shinchan von so einem jungen Typen auf die Fresse kriegen. Und der Direktor Enzo hat halt mit seinen Kollegen dort getagt und der Shinchan kriegt da halt so fast eins auf die Schnauze und dann Enzo dann so ganz hin, hey, schlag den Jungen und du wirst es bereuen. Und dann gucken die ganzen Schuldirektoren da an und der Shinchan so, oh nein, der Don ist böse. Und der andere Typ, der den Shinchan schlagen wollte, er zieht eine Fresse und haut sich selbst. Gut so. Oh, schön. Und dann machen die irgendwie so eine Schulleiterbesprechung und der Shinchan so, und plant ihr, wen ihr als nächstes um die Ecke bringen wollt? Hör mal, wir sind keine Mafia-Bosse. Ja, natürlich. Oh, es ist so herrlich. Es ist einfach... Was ist das dritte Haus hier? Justin kommt noch. Wir sind hier zu viert jetzt aktuell. Der Justin kann aber erst um 18 Uhr. Und 19 Uhr habe ich noch Sitzung zu Hause. Das bedeutet, du musst um 19 Uhr weg. Also kommt darauf an, wie lange, ob sie mich brauchen oder nicht. Okay, musst du halt gucken. Du kannst ja natürlich auch das Spiel verlassen und das Spiel dann später wieder betreten. Dementsprechend, wenn du halt längere Zeit weg musst, verlass dann einfach das Spiel, dann können wir ohne Probleme weiterspielen. Also einfach mal zu sagen, ich bin jetzt mal für eine halbe Stunde AFK, ist halt ein bisschen doof, muss man sagen. Von daher, gut, Kai ist hier noch am Bauen, das ist ganz gut. Ich hab keine Holz, ne? Holz machst du. Ja, genau. Okay. Ah, er kann reden! Natürlich. Das ist ein bisschen schüchtern, aber das Notwendige kriegen wir dann schon aus dem rausgezogen. Jo, finde ich super, dass hier so viele Leute aktuell parat sind. Ich fühle mich langsam erschöpft schon wieder. Oh, es ist unglaublich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Energie schneller leer ist.
Also ein prall gefüllter Geldbeutel, wenn ein Kraft in einem IT-Händler, in einem IT-Haus für Hardware sich frei fühlen darf. Ich muss mein Inventar lösen. Jo. Jo, ich muss meine Energie. Die Bäume. Ah, die muss er ja noch pflanzen, die wachsen ja nicht so schnell. Oder was meinst du? Meinst du, wo wir das Holz hinlegen? Ich glaube, wir haben nur eine. Nimm erstmal die Truhe, die neben meinem Haus steht. Ich würde sagen, da legen wir den ganzen Schrott rein und später bauen wir da. Ich habe schon Truhe gemacht. Achso, okay, gut. Dann die liegen da alle drei in meinem Haus drin. Achso, ja, du kannst ja auch draußen hinsetzen, dann können wir überall zugreifen. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir das dann alles hinlegen. Jo, meine Energie ist wieder einigermaßen hergestellt, aber ich denke mal, wenn ich einen Baum pflanze, dann ist der Rest wieder weg. Ich habe die ganzen Secrets und den ganzen Scheiß vergessen. Das bedeutet, wenn euch was einfällt, dann haut's wieder raus, bevor ich irgendwas vergesse. Aber aktuell ist erstmal Hofarbeit angesagt. Der Kunde, die meine, sich einen Weg schmieden. Jo, die Aufgaben habe ich ja eigentlich auch schon gemacht. Ich glaube, beim Justin habe ich beim letzten Mal die Leute alle kennengelernt. Du bist die Lea, haben keine? Ja, immer. Immer die Lea, alles klar. Das ist ein guter Mann. Der bleibt bei einer Dame und sagt, das ist mein Mädchen, das ist mein Madel. Ja, Wolke kann ich einen von den Boys aussuchen. Kannst ja hier auch heiraten. In dem Spiel. Ja, wirklich. Ja. Ich weiß noch gar nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin ja echt von der Heidi begeistert, aber das wisst ihr ja. Privat bin ich ja mit der Hayley liiert, in der großen Farm habe ich mir die Abigail angelacht. Ich denke mal, ich glaube, ich nehme hier mal die Penny. Dann hole ich die mal aus dem Ghetto raus, aus dem Wohnwagen. Und ja, dann sehen wir das dann. Wir werden hier für den Kai... Ja, Wolke weiß es noch nicht, aber wir werden hier das Gemeindehaus, Gemeindezentrum nehmen. Penny ist ein... Ist die langweilig? Was verstehe ich nicht. Langweilig oder nicht? Ah, oh, kann ich mal weg. Erstmal zu Penny. Erstmal so. Durch die Wolke. Auf jeden Fall. Machst sie einfach, hältst dein Hintern in Mähen und lässt einen ziehen, dann kannst du auch eine Wolke produzieren. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber Graf, jetzt treibt es ein bisschen zu hoch. Zu hoch, die Latte. Was? Moment, warum haben wir jetzt hier eine Latte auf einmal im Gespräch? Dieses Gespräch entwickelt... Outline, nicht die Latte, eine Holzlatte! Ja, natürlich. Natürlich doch. Ich bin ein Oldschool-Streamer. Dieses ganze neumodische Kram, das ist... Och ja, als ich so jung war wie ihr. Haha, damals haben wir noch Hexen gejagt. Du. Juppadi und Juppaido. Ja, Slagsi, was ist mit mir? Sorry, den Chatverlauf lese ich nicht, wenn ich spiele. Okay, die Charlotte ist die ganze Zeit am Lachen, das ist super. Alles gut, das Lachti feiert uns gerade nur. Oh, Kai hat sich auch ins Bett gelegt. Nein, warum? Ich wollte mich doch nur erholen. Wir wollten nur noch... Sammeln Stufe 1. Geil. Hey, ich habe, glaube ich, Hofarbeit Stufe 3. Gut.
Aber Schatz, du musst doch nicht abnehmen. Ich habe kein Problem, wenn an dir ein bisschen mehr dran ist. Ich mag das. Ja, Mama, musst dich abnehmen. Ich mag dich dick, dann hörst du dich früher kommen. Sonnenschein! Ja, verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gold Robben. Alles klar, die Holzfällerin Robben. Wer will gießen? Ich mach. Dann macht ihr das. Ich suche nämlich dann die Axt von der Robben. Die Dame hat nämlich... Ja, hier ist die Robben, eine Schmiedin. Und ohne Axt ist sie natürlich total hilflos. Das ist dann immer so, wenn dann irgendwie... Hallo, Robin. Bist du alleine unterwegs? Ja, bin ich. Was hast du denn ein Problem? Soll ich mal mit dir in eine dunkle Ecke gehen? Und dann schwingt die erstmal ihre Axt raus und dann ist der böse Mann ein Kopf kürzer. Haha, wieder eine für meine Sammlung. Nee, komm, die Robin ist eine ganz liebe. Habe ich nicht die Zwiebeln hier schon abgeerntet? Naja, auf jeden Fall, hier findet man ein paar Frühlingszwiebeln. Davon sollten wir vielleicht mal ein Kai, paar... hast du etwa die Dach nach unten gegießt, das Kreuz? Ja. Ich glaube... Okay. Danke. Gut. Ja, nee, nicht... Clint ist der Schmied, Robin ist die Schreinerin, Entschuldigung. Du hast etwas gefunden, verlorene Axt. Robin sucht sich da danach. Stimmt, die Robin ist ja die Schreinerin. Ist egal. Wollte jetzt schon sagen, Robin und Clint kreuzen ihren Hammer, aber das kann auch wieder falsch verstanden werden. Oh je. Ich hoffe, den Kai und den Wolke hört man einigermaßen gut. Ich habe nämlich meine Mischpulteinstellung wieder ein bisschen umgeändert. Weil beim vorletzten Mal war das zu laut. Gestern war es super. Was? Guten Hunger? Wer wo was? Wer isst? Wer frisst? Ich hab einen Apfel gehört. Apfel. Ich hab einen Apfel gehört. Ah, die Musik ist super. Heute ist der 11. Am 13. ist der Eierfest. Eierfest? Was ist denn das? Da schaukelst du deine Eier im Wind. Ah, als Frau. Da lässt du die Melonen kreisen. Oh mein Gott. Kann jemand mal den Graf eins an den Kopf schlagen, bitte? Nein, das ist so. Es ist so ein Oster-Event. Da versteckt der Bürgermeister sein. Moment. Da versteckt der Bürgermeister. Sag nichts Falsches. Ich muss jetzt echt aufpassen. Versteckt der Bürgermeister halt seine Eier und die Kinder müssen danach greifen. Das ist Ostereiersuche. 10.000 Gold kosten und du musst mir 54 Stück Holz liefern. Was? Wow. Warte mal, ich wollte doch der Robin die Axt wiedergeben. Hühnerstall! Aushilfe gesucht. Ich suche jemanden, der mir 20 Mal... Okay, alles klar. Kommst du? Sag nichts Falsches. Ja, da muss ich mir dann die eine oder andere Träne schon mal wegwischen. Robin, ich hab was für dich. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich hab mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Ja, solange du dir nur den Zeh abgeschlagen hast und nichts anderes. Money, money, money. Ah, ja, ja. Ups. Was ist denn los? Ups. Was denn? Ich bin die Mine auf See gelaufen. Du bist was? Ich bin bei der Mine. Ach so, ja, so, okay. Ah, du bist bei der Robin vorbeigelaufen. Ja. Jetzt kommt der Kai noch. Ja, ich hab ein Schwert.
Okay. Ich habe da eben ein ganz komisches Geräusch im Kopfhörer gehabt. Ich wusste nicht, woher das kam. Habt ihr da diese ganze wilde Saat gepflanzt? Das sieht hier echt aus. Als hätte man wild irgendwas gepflanzt. Was warst du? War ich das? Nee. Ah, doch, stimmt. Ja, genau. Okay. Ich habe nichts gesagt. Natürlich. Natürlich kennen wir das, Chrissy Boy. Ach ja. Stimmt. Schwert habe ich ja schon. Okay. Kaum spiele ich mit Leuten zusammen, schon habe ich keinen Plan davon. Ach nee, oder? Ich kann nichts mehr aufsammeln. Wenn wir genug Geld haben, kannst du dir meinem Pierre zweites Inventar holen. Justin, grüß dich. Justin Mastin, was geht? Mit der Hacke hack ich den Baum, man glaubt es kaum, unter meinem zarten Pflaum. Habe ich nur Schaum. So, wir haben ja mal ein bisschen aufgeräumt. Was macht ihr gerade, Jungs? Ich kämpfe. Du kämpfst, alles klar, du bist in der Mine. Kai auch. Alles klar. Dann werdet ihr wahrscheinlich Kupfer und so einen Scheiß sammeln. Und Steine. Das ist ganz gut. Bis dahin versuche ich die Hofarbeit ein bisschen zu klären. Ist eigentlich ganz gut. Aber kommt nicht zu spät nach Hause. Immer. Ja, es kostet nämlich richtig Geld, wenn ihr in der Mine irgendwie pennt. Und Kai ist immer ganz gerne einer, der es ein bisschen knapp macht. Sagen wir es mal so. Ne, Kai, bei dir wird es ja immer ganz gerne mal knapp. Ja, immer kurz vor zwei. In 2 Minuten falle ich in Ohnmacht. Oh ja, ich könnte mal so langsam meinen 10 Minuten langen Weg. Soll ich die Bäume hier weiterpflanzen oder hast du hier irgendwas Besonderes gemacht? Ja, pflanze weiter. Okay. Habe ich hier überhaupt noch irgendwas? Ja, ich habe ganz viel. Nein. Ich habe noch ganz viel Saatgut. Ja, das habe ich gemerkt. Vorm Bett und vorm Haus schlafen ist auch was Feines. Auf jeden Fall. Klar, natürlich mach ich privat auch immer. Aber nur wenn ich... Ah, Hilfe, eine Krabbe. So, du musstest eigentlich so beitreten können. Musst du mal gucken, ansonsten lade ich dich ein. Den Justin meine ich. Lauchzwiebeln brauchen wir eigentlich nicht erstmal. Die Blumen heben wir mal auf. Was mag eigentlich die Penny? Kai? Bitte? Weißt du, was die Penny so mag? Aus dem Kopf? Ich würde ihr Müll schenken, aber ich glaube, das wird nicht gut. Einen Kupfer. Nee, Penny doch nicht. Sag sie, hau raus! Was mag die Penny? Ansonsten muss ich nachgucken. Alter, mein Internetverlauf. Neben YouTube ist mein Internetverlauf so voll von Genshin. Willst du haben? Penny, gell? Penny, ja. Warum? Jetzt habe ich auch noch Genshin Impact eingegeben. Löwenzahn, Lauch. Löwenzahn und Lauch, das ist ganz gut. Penny, ich bin voller Lauch. Penny steht auf Lauch. Alles klar, Frühlingszwiebeln, Löwenzahn. Oh, wir haben sogar einen goldenen Löwenzahn. Oh, das gibt... Ah nein, das schaffe ich heute nicht mehr. Glaube ich. Kai, hier hinten ist was für dich zum Aufsammeln. Warum magst du Penny nicht? Die ist doch voll süß. Die ist so voll lieb, ich hab die voll gern. Aber die Penny? Slaxi,
Komm, auf. Lobby und sag mir, warum du die Penny nicht magst. Die ist doch voll lieb. Hier hinten ist nichts mehr für mich. Pennylein, wo bist du? Mein Sonnenschein. Pennylein, du sollst doch nicht um diesen Slugsy weinen. Warum ist der Wohnwagen geöffnet? Das ist ein Wohnwagen. Geh da einfach rein. Die haben keine Rechte. Nee, Quatsch. Kai, man sollte langsam gehen. Och nö. Wer ist da jetzt schon wieder in den Mülltonnen? Keiner von uns. Eine Kiste! Lederschuhe, geil. Stimmt, muss ich auch noch später abgrasen. Na gut, aber ich glaube, der Hof ist mittlerweile soweit ganz gut. Meine Energie ist auch im Arsch. Dann kriegt die Penny die Löwenzahn morgen. In die Null will ich. Kai soll jetzt langsam zurückkommen. Ja. Schlafenszeit. So, erst 21 Uhr. Für ihn ist das Bett gleich ready. Er muss ins Bett. Ihr könnt euch ja in ein Bett legen. Okay. Da sagt er okay. Ah, Justin hat gerade das... Hat das Event mit dem Linus. Ah, der Linus ist ein super Typ. Der ist total nett. Ich weiß nur nicht, was man bei dem immer so sagen soll. Ich glaube, der mag das nicht, wenn man ihn auf dem Hof einlädt. Ach ja, Graf wunderbar. Prost. Bitte? Eine Flasche Bier öffnen und trinken. Eine Dose Bier oder Flasche Bier zum Trinken öffnen. Obermann, eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Obermann, eine Flasche Bier, Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ja. Hi, Hograf. Was? Bin ja fast tot. Noch. Ja, Gas ist in Ordnung. Gas ist ein korrekter Mann. Was ist denn noch mit mir ins Bett gekommen? Warte, weißt du, der Kai ist voll der kleine notgeile Sack. Oh ja. Dir ist schon klar, dass Wolke auch einen Schwanz hat? Wie viel ist... Ihm viel ist das auch egal. Wolke ist ein Saiyajin, der ist mit Affenschwanz geboren. Ausgezeichnet. Auf wen warten wir jetzt noch? Justin hat, glaube ich, noch das Event mit Dingsbums. Mit dem Linus. Level up! Minenarbeit, Stufe 1. Cool! Super! Und wir haben ganz viel Zeug. Wer war angeln? Frag ich mich gerade auch. Hab ich schon. Hi. Nein. Dann war das vielleicht Justin. Justin? Angeln entspannt. Wer hat sich bei mir ins Bett Wer lag bei mir im Bett? Ja, der Justin war angeln und hat sich bei mir ins Bett gelegt. Ich verstehe. Ja, zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen. Bla 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 bla. Wow. Ja, ich will gerne jetzt laufen. Super. Ich habe mich um den Hund gekümmert. Sonst gibt's wieder Ärger mit dem Justin, wenn wir uns nicht um ihn kümmern. Ich finde es immer so ein bisschen gruselig, wenn ihr beide aus einem Haus rauskommt. Von wo haben wir das Geld jetzt her? Durch die Mine. Ach so. Minenarbeit. Ah, okay, ich verstehe. Oh, Schlappohr, yeah. Stimmt, das sind die Kekse von der Mutti. Was haben wir noch?
Hi Gravi, morgen ist das Eierfest in der Stadt. Ich, Bürgermeister Levels, verstecke meine Eier und ihr könnt dann danach suchen. Bitte nicht. Boah. Ich glaube, das wird knapp, Charlotte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir schon zu viert sind. Wir sind leider schon zu viert. Aber beim, ich denke mal, das nächste Mal können wir mal gucken, dass wir mal... Vielleicht mache ich dann noch mal eine Farm mit, auf, wo du dann mitspielen kannst. Dann würde ich nämlich sagen, das nächste Mal, wenn wir Stardew Valley spielen, gucken wir, wer alles reinkommt und entscheiden dann. Weil ich krieg das mit den Mods einfach nicht hin. So, ich gehe mal wieder in... Ich mache wieder Abstechen in die Mine. Dann kriegen wir aber schon hin, auf jeden Fall. Hier auf der Farm sind wir jetzt 4 Leute. Das bedeutet, es wird jetzt wird zu viel. Aber wir kriegen das schon hin. So, okay. Wohnwagen, da will ich jetzt nicht hin. Also ohne Mods kannst du mit 4 Leuten spielen. Ey! Macht der da meine Braut an? Danke dir, das sieht speziell aus. Ja. Penny, Penny. Also ohne Mod kann man mit bis zu 4 Leuten spielen. Und mit Modus geht das mehr. Mit Mods. Aber da muss man irgendwie einen speziellen Modder installieren. Der hat bei mir nicht funktioniert. Und dann noch einen speziellen Mod. Und irgendwie kriegst du da auch keine richtige Anleitung. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich finde es grausam, wenn Leute, die was modden, wenn dies einfach, wenn das zwar schön ist, aber ich finde es halt grausam, wenn dies, wenn solche Leute es einfach nicht schaffen, richtig zu kommunizieren und die einfach keine detaillierte oder narrensichere bzw. eine gute Anleitung geben können, weil denen einfach die Fähigkeit fehlt, es richtig zu artikulieren. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich dann doch eine IT-Ausbildung gemacht habe. Weil ich kann es zumindest so erklären, dass es wirklich jeder versteht. Aber das kann halt nicht jeder. Die meisten sagen halt, ja, muss halt das installieren, dann packst du das da und da rein und dann fertig. Und wenn halt irgendwas nicht funktioniert oder nicht der Regel konform direkt auf Anhieb klappt, ja, bei mir hat's geklappt und das ist dann alles, was du dann dahin kriegst. Oh, ein Eichhörnchen! Denkst du dir dann, okay, wie wär's mit einer Fehlersuche? Wie wär's mal mit einer Kommunikation? Okay, ich guck mal, was da... Hinterfragen wir das alles mal nicht. Aber ich muss dann halt mal gucken, ob ich mir den Modder nochmal gönne. Töte 10 Schleim, mich verarschen. Und dann gucken wir mal. Entweder werden wir es schaffen, noch ein fünftes Haus zu bauen. Kannst du mitspielen, Charlotte? Also Movies da. Ansonsten werde ich nochmal, können wir ja immer so ein bisschen abwechseln, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, wenn nächstes Mal alle da sind, gehen wir auf die Lotte ein. Dann kann sie mitspielen. Und beim nächsten Mal wechseln wir dann einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ist okay. Auch wenn Justin. Okay, hier kommt Holz rein. Ah, perfekt. Wenn hier Holz reinkommt, Kai, warum ist da so viel anderer Kram hier drin? Das war ich. Ach so. Also Wollt. Wenn du das links von meinem Haus meinst, das war ich. Nee, das nicht, das nicht. Okay, das erstmal alles hier rein. Okay, Justin sagt, das ist auch okay. Wunderbar, wunderbar. Siehst du, das kriegen wir alles hin. Wir kriegen das alles hin. Wunderschön, oh wunderbar. Das ist doch wieder super. Ja. Ba. Wollen wir die Kekse verkaufen? Habt ihr was dagegen? Mach nicht. Alles klar. Wir brauchen sowieso Kohle, weil ihr beide ja noch die zweite Inventarerweiterung holen müsst. Gerne, natürlich. Wie gesagt, Streaming mache ich ja nicht für mich, sondern für euch. Boah, ich habe heute so viel Genshin gespielt. Ich habe heute mir in
dieser Kackmap, habe ich mir angeguckt, wo es überall Artefakte gibt. Dann habe ich mir die auf der Karte markiert, bin die abgegrast und habe gemerkt, Mist, ich habe es gestern zu spät gemacht. Das bedeutet, heute gibt es keinen Respawn. Jetzt will ich die Welt mal komplett resetten. Das bedeutet, heute habe ich nichts abgegrast, was Artefakte und so angeht. Und mache das mal morgen am Stück, dass ich dann immer meine Route abgrasen kann. Und dann muss ich noch ein paar Beeren sammeln in dem Spiel, damit ich meine Noelle ein bisschen aufleveln kann. Oh, ich habe einen Screenshot von Justin. Och nee, oder? Dein Ernst? Was? Dein Ernst? Screenshot für Justin nur? Ja. Zeige ich euch gleich. Wo hab ich's denn? Warte mal, nee, das war was anderes. Wo hab ich den Screenshot denn gemacht? Ich habe irgendwo einen Screenshot gemacht. Da hast du nämlich in dem Spiel Genshin konntest du dann nämlich mit Hunden agieren und auf einmal waren die Hunde total happy und haben sich vor mir rumgewälzt. Und das habe ich, glaube ich, irgendwo aufgenommen. Ich muss mal gucken. Nee. Dann hat er das leider nicht gespeichert. Schade. Hauptsache den Arsch von der Noelle fotografiert. Nee, gut, dann hinterfragen wir das nicht. Jo. Haley! Ach, ich darf mich nicht in die Haley verknallen. Haley ignoriert dich. Weißt du, die ist so richtig assi am Anfang. So richtig asozial. Richtig. Die willst du einfach nur noch in den Dreck treten. Ist ja gut. Hallo Lea. Na, wen haben wir hier? Jetzt kommt der Kai gleich und tritt mich erstmal weg. So richtig mit dem Sprungtritt ins Gesicht. Obwohl, die Emily wäre natürlich auch mal nicht schlecht, weiß nicht. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir die Penny anlächeln soll. Ah, Frühling. Alter, wenn das so weitergeht, habe ich fast keinen. Bitte? Wenn das so weitergeht, haben wir fast keinen. Habe ich fast kein Leben mehr. Ach so, ja. Okay, sorry. So ist das, kann man nichts machen. Ihr habt beide noch einen Inventarslot, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich gucke einfach mal, was wir da noch so verkaufen kann. Ja, läuft doch, finde ich super. Also Stardew Valley, muss ich sagen, ist ein Projekt, was bis jetzt immer am lebendigsten und am besten klappt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was will ich in meinem Haus? Dementsprechend, das macht auch mal wieder Spaß. Warum steht hier mitten auf dem Hof einfach so in der Pampa ein Ofen? Ja. Frag die, wieso er es hingesetzt hat. Die grünen Bohnen können verkauft werden. Die normalen Lauchzwiebeln würde ich wegsetzen. Ansonsten heben wir den ganzen Kram mal auf. Ich meine nicht generell spielen, sondern im Vergleich zu den anderen Streams läuft das hier doch aktuell ganz gut. So zwischendurch ab und zu mal so ein bisschen Together-Farmen sollte man doch mal einbauen. Das ist immer mal so ein schönes, erfrischendes Erlebnis. Ist mal was anderes, als ich zock irgendwas, laber Scheiße und ihr guckt mir zu. Kai, wollen wir das Saatgut für die Bäume auch in die Truhe des Holzes reinlagern oder willst du die Truhe nur fürs Holz haben? Das ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. Ich glaube, Saatgut kriegen wir sowieso genug, wenn wir Bäume pflanzen. Für später würde ich sagen, dass wir vielleicht den Steinbruch für Bäume benutzen, oder? Dann könnten wir eigentlich den Hof Bäume frei halten. Wenn wir dann soweit sind. Weißt du, was ich meine? Oder was hältst du davon? Ja, kann man machen. Kai? Ja, kann man machen. Okay. Stardew Valley. Müsste mal googeln. Ich glaube, das kann der Slugsy eigentlich übernehmen. Dann hat er als Moderator wenigstens was zu tun. Dieser Lümmel. Aber Stardew Valley müsste... Lasst mich lügen. Abgelehnt. Warte mal, wann kam das? Zwei. Gar nicht so alt, ne?
2.16. Ja doch, das könnte hinkommen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich mir... Ich glaube, Stardew Valley habe ich mir gekauft, weil es mir der NKN vorgeschlagen hat. Ansonsten, die meisten Spiele habe ich mir leider wegen diesen anderen blöden Let's Playern und Streamern gekauft. Unter anderem auch Sluxy. Wegen dem habe ich mir Might and Magic, Heroes Might and Magic gekauft. Hab's 3 Minuten angespielt und dann war es das. Ich hätte es eigentlich zurückgeben können, aber komm, ist egal. Was habe ich mir noch wegen Sluxy gekauft? Bloons habe ich mir gekauft wegen Sluxy. 5 und 6, glaube ich. Wartet ihr alle auf mich? Nö, alles gut. Ansonsten... Ich habe Angst jetzt. Es wird immer dunkler. Ansonsten gar nicht so viel, weil der Sluxy, du hast ja ziemlich viele Dingsbums. Was du ja Let's Played hast, waren ja eher so PlayStation und Nintendo-Spiele. Weil du ja auch ein Lappen bist. Ehrlich. Dementsprechend, jo. Ansonsten, ich glaube, wegen Gronkh habe ich mir viel gekauft. Ich auch. Also zumindest vor allem die Survival-Titel. Horizon Zero Dawn habe ich mir gekauft wegen dem Gronkh. Alle Survival-Titel, ja. Stranded Deep, Green Hell, The Long Dark, The Forest. Dann habe ich mir Edna gekauft. Edna bricht aus. Harveys neue Augen. Du Graf. Ach so, ja, Entschuldigung. Hab vergessen zu drücken. Morgen um 10. Was? Ja, 0:20. Was hat das mit morgen? Ist egal. Irgendeiner ist noch unterwegs. Was ist denn? Bitte? Justin. Ihr liegt im Bett? Ja. Justin, komm ins Bett. Justin, kleines Frettchen, komm zu uns ins warme Bettchen. Schüre um dein Lendenwetzchen. Aber nicht zur Wolke, nicht zum Graf. Schüre um dein Lendenlätzchen. Oh, verdammt, das war gut. Ich hätte noch was in die Kiste legen sollen. Ja, ist egal. Ich glaube, ich habe jetzt genug, dass ihr beide euch den nächsten Rucksack holen könnt. Heute nicht, morgen. Ach so, es ist ja Mittwoch. Ah, Mittwoch hat der Pierre zu. Heute Samstag. Dachte ich. Samstag? Nee, ich meine. Hat der Pierre müsste doch samstags offen haben. Heute ist Eier-Event. Ach so, stimmt, heute ist ja das. Wo ist meine dritte Kiste hin? Hat die jemand vielleicht abgebaut? Meine dritte Kiste fällt hier. Vielleicht war die leer. Vielleicht war da nichts drin. Kann doch sein, dass wir es. Es war auch leer. Ja, dann müssen wir die nicht rumstehen haben. Was mir so ein bisschen an Bloons aufstößt, ist halt, dass sie dich doch sehr stark für einen Kauftitel animieren, weiter Kohle reinzustecken. Also ein bisschen komisch. Bin mir da nicht so ganz sicher. Du kannst bei Bloons viel mit Geld machen. Und das bin ich eigentlich nur von einem Free-to-Play-Titel, Free-to-Play-Spiel gewöhnt. Also mich hat es noch nicht so gerissen. Und das Spiel. Ups, ich hab den Ofen abgebaut. Graf, ich war ein bisschen gemein. Okay. Auf jeden Fall, nach 600 Stunden in Bloons und nicht 1 Euro reingesteckt. Aber warte mal, wann habe ich mir das gekauft? Ich mache jetzt gleich nochmal das Fenster zu. Warum? Es ist 18.22 Uhr. Warum fängt die Kirche an, wie bekloppt rumzuläuten, ey? Pfarrer gestorben oder was? Bei
Bei Gelegenheit geh ich noch mal kurz aufs Klo, bis gleich. Na, bis später. Dann mach das, Kai. Internet, ihr müsst auch kommen. Ich will noch schnell ein bisschen Eisen machen. Graf kommt, Achtung. All die Köpfe einziehen. So. Es kracht gleich. Was haben wir denn jetzt hier? So, da bin ich wieder zurück. Willkommen zurück, Geno. Danke. Schön, wunderbar, super. Hast du jetzt gehört, wie das gekracht hat? Kabum. Ja, alles gut. Super. Alles gut, willkommen zurück, Kino. So, boah, da bist du aber fleißig. Was, fleißig? Okay, ja, macht das. Okay. Muss ich eigentlich angeln? Ah, bis der Graf kommt. Ah, stimmt! Nein, die Eiersuche! Oh, ich Vollidiot! Oh, stimmt. Ach, Mann. Fuck, sorry, mein Fehler. Entschuldigung. Oh, Mann. Früher trug ich viel Bling Bling, fette Ketten, fetter Ring. Geld ausgeben war kein Ding, lebte wirklich wie der King. Bis mich meine Bank anrief, man, dass ich Steuern hinterziehen. Nannte mich noch einen Dieb und dass ich keinen Cent mehr krieg. Leb jetzt in der neuen Welt, ohne Luxus, ohne Geld. Pinkel und kack auf die Wiese und leb jetzt in einem Zelt. Früher hatte ich das neueste Handy, heute klaue ich im Aldi und die Penny. Jetzt denk ich zurück und kam herum mit den Leuten hier. Entschuldigung. Ich wollte gerade mal ein bisschen singen. Hinterfragen wir das nicht. So, ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Gas, super. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoeier, haarige Eier, gebrauchte Eier, leere Eier, gefüllte Eier. Was weiß ich, ganz viel Eier. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. Oh, die Maro, super. Sie hat einen schönen Dingsbums, sie hat einen schönen Lippenstift. Penny, die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Ja, guck mal in der Hose, da hast du zwei. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Okay, das hinterfrage ich jetzt mal nicht, das wäre grausam. So, Elliot. Oh, gelegentlich Pause bei der Arbeit kann auf lange Sicht die Produktivität steigern. Ich bezweifle, dass du, Elliot, überhaupt arbeitest. Lea, dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Stimmt! Die Dingsbums, hier, die olle Pam da, die hat da ja ihren Whisky reingesetzt. Meine Ohren bluten. Ich bin seit Tagesanbruch wach und färbe Eier, mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Wunderbar. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Alles klar. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Haha, die haben hier, you've got respect, sagt Blob. Raus, 5 Eier auf dem Tisch. Das sind super Hennen. Wollen wir hier nochmal mit dem, worüber sind alle so glücklich? Mann, runter vom Rasen. Eier, warum Eier? Deine schon abgefallen sind, du alter Sack.
Entschuldigung. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. So, was haben wir hier? Die Jungen. Es gab mal ein Eierwerfen mit faulen Eiern. Bürgermeister Levis hat dem mal schnell ein Ende gesetzt. Oh, meine Narbe, Allergien. Was mit dir, Abi, geil? Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Alles klar. Was, am Busch ist auch einer? Wo? An welchem Busch? Wo ist Busch? Abi, geil, auf jeden Fall. Dort ist der Busch. Der Busch. Ach so. Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Alles klar, morgen erstmal 30 Eier reingepfiffen. Und dann sitze 5 Stunden auf dem Klo. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt. Die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Ja, von wegen. Du bist einfach nur der Typ, der in die Ecke kackt. So. Ich glaube, ich habe mit einem Ball schon geredet. Ich auch, dann müssen wir mit dem Bürgermeister. Lass uns anfangen. So. Auf die Plätze, fertig, Graf fährt um. Es ist an der Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. So, ich mach mal wieder Schluss. Jetzt schon, es ist gerade mal 7:30. Da muss noch was erlegen. Bis dann, ihr Lieben. Hau rein. Peace, mach's gut, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier findet. Wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ja, was? Wolke, jetzt bist du dran. Ich lese nur vor, ne? Serika. Was? Hä? Ja. Ja, ist gut. Dann muss ich den go holen. Mir ist eigentlich egal. Drück einen Knopf, Wolke, drück einen Knopf. Sorry. Ja, es wäre schön, wenn du wenigstens mal einen Knopf drücken könntest. Ja, ich war doch gerade. Lasse die Eiersuche beginnen. Och Mann, wer klaut denn hier meine Eier? Alter, Kai, ihr seid doch solche Lümmel. Wieso? Weil ich nur 4 Eier hab. Das ist mir zu wenig. Die Penny braucht mindestens 8. Oh, du Ratte, du Elendes. Oh, da wollte ich gerade lang gehen. Oh, dieser Arschkeks mit Blinker, ey. Menno. Lass mich raten, der Kai hat gewonnen, der Drecksack. Ja, hab ich auch. Oh, fick dich. Ich glaub nämlich 8. Du Lümmel. Morgen gibt's Spiegelei. Wir hauen... Gott sei Dank. Wir hauen Kais Ei in die Pfanne. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, dann wäre ich, der Bürgermeister, schon längst in der Tonne. Und jetzt, die Gewinner des jährlichen Eiersuche ist, wie viel braucht man, um zu gewinnen? Mindestens 8, ne? Kai, es war so klar. Hier ist dein Preis, viel Spaß. Ich hatte etwa 5 oder 6. Ja, ich hab 4, ihr habt mir alle geklaut, ey. Na gut, ist egal, alles gut. Ich glaube, man gewinnt sowieso nur einen Strohhut. Ja, nein, nicht. Von daher. Aber der Strohhut ist super. Kai hat sich ins Bett gekuschelt. Und Wolke dazu. Nee, andersrum. Kai ist ja derjenige, der sich zu Wolke ins Bett gelegt hat. Ja, wer da so hier... Was? Hä? Wie bitte? Wenn er nochmal in mein Bett kommt, dann geht's blau. Hat er blaues Auge. Du musst einfach, du musst, bevor du schläfst, musst du deinem Charakter einfach Abführmittel geben. Und dann... Das nächste Mal lasse ich ihn
Dann wacht er morgens in der braunen Soße auf. Mm. Habt ihr euch das zweite Inventar schon geholt, Wolke und Kai? Nee, wie soll ich das holen? Stimmt, das war ja die Eiersuche. Okay, dann würde ich sagen, macht ihr das heute? Wenn es offen ist? Müsste. Sonntag. Ja, Justin und ich, wir kümmern uns dann hier ums Gießen. Und ihr geht dann um 9 Uhr einfach zum Pier und holt euch das zweite Inventar. Und dann sollten wir eigentlich... Es läuft hier in meinem Hut rum, ey. Ich finde die Sonnenbrille grausam. Warum habe ich mich für die Sonnenbrille entschieden? Das war ein Fehler. So, Chris ist gegangen und jetzt sind auch ganz viele Zuschauer abgehauen. Ich glaube, wir haben die verkrault mit unseren Eierwitzen. Es tut mir leid. Graf. Was ist denn los? Du bist immer Anna immer schuld. Ich bin an allem schuld. Immer drauf. Ich auf dem alten Er ist immer verschlossen. Drauf. Geöffnet 9 Uhr bis 21.00 Uhr. Ja. Mm. 9 Uhr ist das Ding offen. Das... Oh, Akira, was ist denn los? Ah, Durst. Armer Huni. Ja, ist was zu trinken. Ne? Was kann nicht passen. Jo, hier ist noch ein bisschen Wasser. Ja, das mag er, ne? Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie Hunde zu Wasser stehen. Aber unser Hund damals, der ist immer weggeschwommen. Also wenn wir beim Kühe umsperren oder so gewesen sind und da war ein Fluss in der Nähe, da wusstest du ganz genau, der Hund, der springt da sofort drin. Der ist immer gerne in den Fluss gesprungen. So, gibt's noch jemanden, der sich sonst verabschiedet hat? Nein. Okay. Was mache ich noch eine halbe Stunde? Bitte? Achso, ja, du musst um 19 Uhr jetzt doch weg, ne? Ja, halbe Stunde. Oder meinst du im Spiel? Im Spiel? Ja, im Spiel ist gleich 9. Das geht hier in 10 Minuten Schritten. Ah, endlich. Ich weiß nur nicht, wie der Zeitintervall ist. Kai hat die große Tasche gekauft. Wolke auch. Gleich. Wunderbar. Lauch. Oh, super. Das kann ich der Penny geben. Penny Benny. Yeah. Ich hab Lauch in die Kiste gelegt. Super. Ich glaube, den. Genau, ja, Lauch können wir kaufen. Ja, ich glaube, den Lauch behalte ich mal für die Penny. Ja, so ein bisschen. Jo. Gut. Ist die Sims noch da? Die Charlotte? Die gute Dame. Oder ist Wo sie auch ist weg? Das? Ah, ich dumme schon. Weil laut Zähler sind wir von 9 Zuschauer auf 5 runter. Schade. Justin, ah, oh, super. Cholestin. Oh. Diese Sonnenbrille, das war wirklich ein Fehler. Mein Charakter als Sonnenbrille zu erstellen. Oh, was habe ich mir dabei gedacht? War nicht so geil. War Justin, Graf ist bei mir entgegengekommen. Natürlich. Hier wird gearbeitet. Hier ist Personenverkehr. Dann komme ich mal in die Mine beschützen. Oh, du kommst schon alleine zurecht. Ja. Wo ist denn die Penny? Die liegt hier meditiert. Super. Robin? Warum hat der Levis ein Herz? Von was? Warum hat die Penny nur ein Geschenk? Achso, weil Sonntag ist. Okay. Ja, bist seit 20 Jahren Bürgermeister der Stadt. Alles klar, das machst du super. Harvey!
Ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Tja, es ist doch gut, wenn es allen gut geht. So, ich... Warum musst du einen Hund haben? Ich wollte ein Krokodil eigentlich als Haustier. Das gibt's hier nicht. Hier gibt's einen Hund oder Katze. Ich hasse Fischen. Ich weiß nicht mal, ob ich es kann. Aber musst du sehen. Hast du Fische im Inventar, dann klappt's. Wenn nicht, machst du was falsch. Schleime. Killen. So, aber ich glaube, ich werde jetzt auch mal ein bisschen fischen, dass ich mal was für das, für die Einnahmen meinen Beitrag dazu leiste. Und nicht irgendwie die ganze Zeit rumgammel ohne irgendwo. Obwohl, meine Energie ist relativ leer. Also ich habe schon Holz ge... Oh, Event. Pfui, es stinkt. Ja, das check ich gerade nicht, was man dort machen muss. Kommt später. Du kriegst irgendwann mal so einen Schlüssel und dann kommst du da rein. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Alter, das ist voll Kacke, Mann. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Stimmt. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. In einer gruseligen Kanalluke wie dieser kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Die Jas ist super. Da hauen sie ab. Irgendwas da drin bewegt sich. Ja, super, jetzt muss der große... Jetzt... Komm, lass mal Graf gucken. Hallo? Lebt irgendwer in der Kanalisation? Bis später, Slaxi. Ciao. Sapka. Macht's gleich. Jo, super. Ich wollte eigentlich angeln gehen. Ach ja, hoffentlich fange ich nicht wieder an zu singen. Das passiert mir nicht beim Angeln immer. Halle drü, halle drot, Grafi fischt, ein bisschen da. Kann ich gut singen. Auf jeden Fall. Ich sitze hier im feuchten Sand, ne teure Angel in der Hand. Ich friere und hab Kohldampf, kein Fisch, soweit ich seh. Angeln tut die Nerven gut und Sauerstoff erfrischt das Blut und außerdem springt oben rein ein Essen für mich raus. Angel entspannt, kolossal, ob du was fängst, ist ganz egal. Angel ist gut für Herz. 0. Was? Na, was? Hä? Angel ist gut für Herz und Blut, Angel entspannt, Angel tut gut. Bin ein bisschen frech. Ja. Bin ein bisschen frech gerade. Alles gut. Ein Holzschwert holen müssen, das rostige Schwert ist scheiße. Ja. Ist das Holzschwert so viel besser? Besser als das also momentan besser als das rostige Schwert. Okay, das würde so Sinn ergeben. Hier hole ich fast nur Müll raus. Ich glaube, an dem See zu fischen war ein Fehler. Ich sollte in den Fluss gehen. Ja. Ja, besser. Treibholz! Ha, das schenke ich dir leer. Nee, ich leg das in die Kiste, dann kannst du das der Lea schenken. Der Sean. Da müsste ich eigentlich auch mal ein paar Herz-Events mit dem machen. Eigentlich ganz lustig, weil das... Prähistorische Schulterplatte. Alles klar. Mache ich aber später. Bis später, dann bist du Hacke-Peter. Jo. Oh yeah, Balu, oh yo, Balu. Freunde sein durch dick und dünn, Palo und seine Crew.
Ah, oh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Habe ich früher auch sehr gerne geguckt. Das lief zu meiner Zeit. Das war super. Du, 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 du. Ich wär so gern wie du. Ich würde gehen wie du. Stehen wie du. Ah ne, das war King Louis. Entschuldigung. Du, 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 du. Es ist einfach bekannt. Es ist einfach bekannt. Ja, man weiß es einfach. Ach ja, schön. Oh, stimmt, die Linus-Quest. Ah, Hilfe! Hat mich der gerade erschreckt, der scheiß Maulwurf. Maulwurf? Diese Waschmänner sind wohl wieder unterwegs, diese Strolche. Ah, schon wieder. Wolke, was machst du? Nicht sterben. Sterben ist scheiße. Könntest du dem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du mich um die Ecke bringen? Ah, das klar, alter Mann. Komm mal mit, ich hab einen Baseballschläger in der Tasche. Nee, Quatsch. Und diese, könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären verjagen? Ja, ein ganz schönes Durcheinander gebracht. Danke, und jag ihn einen ordentlichen Schrecken. Was denn? Bist du tot? Gleich. Was macht ihr? Warum sterbt ihr denn alle? So wir. Ich muss schnell was sagen. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet wären, wenn ich sie nicht nehme. Ja, Linus, alles gut. Das Event kennen wir, das werde ich so gut wie ich kann skippen. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal. Nein, aber du sollst dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Nee, passt schon. Danke, Graf. Ich wusste, Verständnis. Pipapo. Ohne Hase! Was? Ich habe eine Hase gesehen. Ach so. Ja, wir können ja Hasen züchten, ne? Beziehungsweise wir können uns hier Hasen, kaufen. Justin, was ist los? Punkt, Punkt, Punkt. Der hat meine Cola geklaut. Boah, das ist übel. Ey, wer klaut denn hier? Also, ich hab drei Cola, ein N-Ock und eine kleine 50er Milliliter Cola. Warum hast du dem Justin die Cola geklaut? Weil ich es kann. Was macht der Hund bei mir? Der kackt dir ins Bett, weil du Justin die Cola geklaut hast. musst du jetzt um 19 Uhr weg? Wolke oder ist es noch nicht sicher? Also noch nicht so groß sicher. Okay. Ja, sag dann am besten Bescheid. Meine Energie ist leer. Was wäre der Fischer? Welcher Fischer? Willi, der Sack. Aber ich kann sicher schnell kurz weggehen. Mal schauen, wie es aussieht, ob ich drüben sein muss oder nicht. Mhm. Ansonsten kann ich ihm noch dazu joinen wieder. Genau. Genau. Weil wenn du nämlich weggehst, dann können wir nämlich nichts machen im Spiel. Ey, Leute, was ist mit euch los? Ey, ich leg mich doch gleich ins Bett, meine Güte. Ich doch erstmal mein Inventar ein wenig sortieren. Kai fehlt und Justin! Die, was weiß ich, Mutti, könnt ihr mal bitte aufhören, in der Ecke zu kuscheln und mal ins Bett gehen? Danke. Das ist auch viel gemütlicher als irgendwie im Hinterhof. Wer weiß, was die da machen. Ringelpiez mit anpacken. Zum Glück bin ich nicht dabei. Stimmt, Wolke ist ja, unsere Dame hier in der Runde. Oh je, oh je. Oh je, oh mein Gott. Kann man das Haus woanders bauen, wo nicht die Haufen Männer herumstehen? Können uns ganz viele weibliche Schweine kaufen und dich in den Schweinestall stecken. Graf, Mensch und Kai. Der ist der Schlimmste. Ja, ist voller Lustmolch, der kleine Lümmel. Hallo, macht mal hin, wir haben schon 21. Nein. Wer kommt zu mir ins Bett? Scheiße. Muss man ins Bett scheißen, vielleicht kommt er beim nächsten Mal nicht mehr. Einfach mal so ein Schokotaler losgeschickt. Oho, kann ich das meine Axt ein bisschen aufwerten?
Dafür brauchen wir noch Kupferbarren, ne? Hab ich. Ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen. Ich hab genügend in mein Inventar. Mhm. Zählt, wenn ich es aufwerten gehe, zählt das dann für alle? Nee. Nicht nur für dich. Hallo mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit Gärtnern angefangen hast. Ich wollte dir einen kleinen Tipp geben. Ja, ja, komm, kennen wir. Wer ist eigentlich welche? Was? Wer hat eigentlich welches Mädel? Also, der Kai will die Lea. Der Wolke kann sich irgendeinen Typen gönnen, kann aber auch eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen. Das ist hier relativ offen. Ich bleib Single. Gut, der Wolke hat keinen Bock. Der verliebt sich nur in unsere Tiere. Ich habe mir gedacht, ich versuch's mal mit der Penny. Und bis dahin ist eigentlich alles offen. Also die Haley ist offen, die Emily ist offen, die Maru ist offen. Ich bin mir aber bei der Penny noch nicht sicher. Die Maru wäre eigentlich auch mal interessant oder die Emily. Aber ich denke mal, ich werde mir diesmal hier die Penny gönnen. Die Penny gönnen. Jetzt. Aber Graf, bei Kai kannst du es nicht wissen, weil sonst würde er nicht jedes Mal bei mir ins Bett kommen. Pff, doch, der ist... Doch, will ich auch so. auch wenn er schon verheiratet ist, egal. So, bitteschön, Penny, Benny, Penny Baby, keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Ist der Wolke? Ich wollte die Beere! Ne, guck mal, ich hab ne Beere und du nicht, ne. Da! kriegst mich nicht. Furzantrieb aktiviert. Ich rette dich auf meine Weise, darum steckst du tief in meiner Scheiße. Geh ich halt wieder. Ich bin der Durchfall, Mann. Hast du Probleme, bist in Not, ich helf dir aus mit meinem Code. Schmiede. Werkzeug verbessern. Ich nehme die Spitzhacke. Ja, das klingt vernünftig. Ich muss eigentlich auch mal in die Mine. Haben wir überhaupt genug Kohle dafür? Für das erste kostet nur 2000 immer. Ja, wir haben aber nur 600. Hat schon ja, weil ich gerade die Axt aufgewertet habe. Alles klar. Warte mal, Kai, wo bist du? Du bist eben mal, ja, komm, sehen. Du bist mir gerade vorbeigelaufen. Warum bist du so schnell? Warte mal, wie kann ich dir das geben? Aha. Mit A, okay. Ich muss morgen noch vorbeigehen. 3 Tage muss er noch machen. Ja. Mittwoch. Dauert immer mehrere Tage. Das kannst du dann der Lea geben, das Treibholz. Ja, so oder so. Wunderbar. Das bedeutet, Justin, ich weiß gar nicht, welches Mädel wolltest du denn haben? Oder welchen Typen? Da, gewundet! Nee. Beziehungsweise welchen Partner hast du denn? Kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Ich bin hier gerade am Angeln. Nee. Wegen dir habe ich jetzt so eine Grüneige aus dem Meer gefischt. Wolke, du Lümmel. Die Strafe, dass ich die Bilder nicht bekommen habe. Was ist das denn für ein Dorf? Hier laufen fast nur Mädels rum. Kann ich da irgendwo... Kann jemand mal auf der Landkarte gucken, wo es Sternportal gibt? Da will ich schnell hin. Was suchst du? Alles gut, ich suche gar nichts. Mein Scherz. Jawohl, perfekt. Ach, Kai ist weit weg. Da bin ich zufrieden. Noch.
deinen Hintern wieder sicher. Jetzt. Ja. Not momentan noch. Alles klar, Justin will also die Abigail. Gute Entscheidung. Ja. Ja, kannst du ein bisschen am Friedhof Spaß haben. Ja, ist doch so. Ja. Ich glaube, das, ja. Das hab ich gar nicht gesehen. Das 4- oder 6-Herz-Event ist bei der Abigail, glaube ich, auf dem Friedhof. Ich glaube, es ist 4er. Die fuchtelt da mit dem Schwert ein bisschen rum. Nee, es müsste das 8-Herz-Event sein. Das kommt relativ spät, finde ich. Das 2-Herz-Event ist das Videospiel. Stimmt, ja. Das 4-Herz-Event ist, glaube ich, das Flöten im Regen. Flöte spielen. Es hört sich immer falsch an, egal wie du es drehst. Dann glaube ich, das 10-Herz-Event ist, glaube ich, da wirst du, glaube ich, angefallen von einem Monster, ne? Bin mir da nicht sicher. Diese Waffen sind lecker. Warum ziehe ich nur grüne Algen aus dem Meer? Was ist das denn? Ist doch normal. Sorry, tut mir nicht leid. Naja, grüne Algen, die kannst du wenigstens noch benutzen. Ja. Zum Glück Eichhörnchen! Zum Glück ist es kein Müll. Grüne Algen kannst du sonst mir abgeben. Für was brauchst du die? Wenn ich in der Mine bin, zum Happen. Ja, kann ich. Mampfen. Dann komm vorbei, nachdem ich den Fisch gezogen habe, gebe ich dir die. Ist gerade an mir vorbeigelaufen, du Onkel. Wo ist der Onkel? Wo ist mein Onkel? Ich bin hier unten beim blauen Haus. Am Fluss. Am Angeln. Da bist du gerade an mir vorbeigelaufen. Darf ich mal meine Angel holen? Nee, du musst nicht mit mir angeln, sondern du sollst nur vorbeikommen, dass ich dir die grünen Algen geben kann. Nee, ich wollte meine Angel holen. Was ich auch angeln kann. Ach so, ich dachte, du wolltest die Mine. Ja, ohne Spitzhacke kann ich nichts machen. Ach so, stimmt, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle geben kann. Oh, ernsthaft? Ich muss das jetzt einzeln machen? Nein, drop's einfach aus dem Inventar raus. Ich habe einen Controller. Ich kann das nicht so einfach. Egal. So, okay. Danke dir. Jo, kein Problem. Ich Herzchen bekommen habe von dir. Und du hast mir die Herzchen gegeben, weil ich dir die grünen Algen gegeben habe. Ja. Lea, ich habe was für dich. Ein kleines Stöckchen, mit dem du spielen kannst. Nee, Quatsch. Sonst wird da Kai wieder eifersüchtig. Wuff, wuff. Hol Stöckchen, Lea. Hol Stöckchen. Oh, es ist in die Kanalisation gefallen. Kein Problem. Wälz dich einfach ein bisschen ab. Bäh. Dunkeln hat. Leute, ihr habt vergessen, die Pflanzen zu gießen. Mensch, ihr seid ja Farmer, das ist ja super. Nicht meine Aufgabe heute. Jetzt muss der alte Mann wieder ran, weißt du, weil die Jungen es nicht hinkriegen. Mensch, Mensch, Mensch. Nee, nee, nee. Damals. War alles besser. Alter! So, du hast gerade im hellen Wasser geangelt. Ja, das stimmt. Vielleicht sollte ich nachts angeln. Oder, im dunklen Wasser. Ah ja, genau, stimmt. Entschuldigung, ich habe nicht gerafft, was du wolltest. Wolltest du den Weg weiterbauen, Kai? Ja. Okay, ich glaube, ich habe hier noch ein paar... Oh, ich hab einen Fisch gefangen. Geil! Oh, super. Das ist ja wunderbar. Einmal Applaus für Wolke. Er kann Fische fangen. So, die Narzissen heben mir mal auf. Für Geschenke. So, Geoden könnte ich eigentlich...
Ich würde das Obst, milder Meerrettich und den ganzen Kram, würde ich dann auch mal in die Tonne packen, dass wir den verkaufen. Den Lauch selbst hebe ich für die Penny auf. Gibt's irgendwas, was die Penny wirklich besonders mag? Ja, aber das haben wir noch nicht. Okay. Also wir haben schon Smaragde, dann ja. Smaragde will die Alte? Mhm. Boah, was ist denn das für eine? Smaragd, Diamanten. Oh. Ey, Penny ist ein ganz schön teures Mädchen, weißt du das? Ja, Lea ist davon billig. Die Lea will einfach nur so ein altes Stück Treibholz. Das war's, dann ist die glücklich. Die Penny musste ja, schon... Ja. Bei der Haley ist es eigentlich... Bei der Haley würde es eigentlich am Anfang passen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Haley ist eigentlich auch sehr genügsam, wenn man es mal genau betrachtet. Also die Lea ist einfach billig. Narzisse, Löwenzahn, Treibholz, alles da. Hm. Bei die Abigail ist da ein bisschen teurer. Die Abigail mag Amethysten. Ja, die ist sehr teuer. Ja, Justin, die Abigail ist... Die wird nicht so schnell geil. Oh, ach, der Rame hat die schlimmste ausgesucht. Zerbrochene Brille. Ich glaube nicht... Ich glaube, ich habe mit der Penny es noch schlimmer getroffen. Ja, hast du. Kann ich zu Emily wechseln? Mach doch. Nee, ich wollte eigentlich schon immer mal mit der Penny ein bisschen... Hinterfragen wir das mal nicht. Lohnt sich halt, die ist zu faul. Die Penny? Ja. Die Penny ist doch nicht faul. Doch. Echt? Mhm. Ich zieh's trotzdem durch. Trust me, ja, wäre sinnvoll. Ja, ich denke mal, wenn man länger als 5 Minuten AFK geht, sollte man das Spiel dann verlassen. Und Olga, du sag dann Bescheid, wie lange du dann weg bist. Ja. Um 19 Uhr. Und dann können wir mal gucken, ob wir zu zweit weiterspielen. Oder ob mir... Wie lange seid ihr dann auch ungefähr weg? Weißt du das dann ungefähr, Wolke? Wenn ich es... Also, ich schaue, dass ich ungefähr 10 Minuten weg bin. Okay. Nicht länger. Alles klar. So, jetzt habe ich meine Kiste schön ver... Ich stehe auf Jeans und Country Music. Ich mag das Leben auf dem Land. Dort lebe ich ohne Uhrzeit. Wo seid ihr, Leute? In meiner kleinen Freiheit. Ich bin gleich zu Hause und leg mich ins Bett. Gut, der Kai ist nicht in meinem Bett. Noch nicht. noch nicht. Muss warten, bis der sich ins Bett legt, und dann legst du dich einfach woanders in ein anderes Bett. Das ist ja dein Fehler, Wolke. Hab ich jetzt gemacht. Das ist egal, der geht einfach in das Bett, wo du... Ich wach, was weiß ich. Was macht der Hund in mein Haus? Ist doch gut. Ich glaube, der Hund ist überall im... Nee, der ist... Er ist bei mir gerade. No stop bei mir. Ich hab keine Ahnung, wer sich in mein Bett gelegen hat, in meine Furzmulde. Passt nur ich mit meinem fetten Brei-Arsch. Halt dich am Angst. Ach, ja. Noch gerettet. Das gab gut Money. Money in the Bank. Das macht die Farm reich und crank. Du, 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 du
Warten auf die Spieler. Das machen wir gern wieder. Kikeriki, Kikeriki. Gut, alles klar. Bis später, Justin. So, Wolke wird wahrscheinlich auch gleich gehen. Es ist jetzt schon kurz nach sieben. Kurz nach sieben. Da wird's wild getreten. Nein. Ein paar neue Gegenstände. Eine Luxusangel und Köder. Wunderbar. Bis später. Jo. Hauste. Jetzt sind wir hier nur noch zu zweit. Wollen wir auf die anderen warten oder wollen wir vielleicht was anderes spielen? Ich weiß nur nicht, wie lange die bleiben. Ich weiß nur nicht, wie lange die weg sind. Wenn Wolke jetzt noch länger wegbleibt. Und das sind jetzt auch eine halbe Stunde oder so. Obwohl, für eine halbe Stunde will ich das Spiel nicht wechseln. Das ist mir lohnt sich doch. Das ist mir zu blöd. So viel verpassen die Jahre 100. Stimmt. Ja, das sagt, zocken wir noch eine Runde Genshin, aber ich habe heute sowieso das Spiel zu, bin was das angeht, fertig. Und wir haben uns ja morgen verabredet mit der Jessie. Ja, genau. Von daher sollten wir das dann noch bei diesem Plan belassen. Jo, Genshin Impact wird morgen gespielt, aber nicht im Stream. Ich wollte jetzt gerade an den Mülleimer gehen, da habe ich gesehen, dass der Sean da rumpimmelt. Sollte ich vielleicht lassen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich mal richtig Bock auf so ein schönes geplantes Let's Play mit Stardew Valley nochmal von vorne anfangen und... das wäre schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, Let's Plays anzufangen, vor allem nicht auf YouTube. Also Stream ist was anderes als Let's Play, ne? Das darf man niemals vergessen, weil einfach auf YouTube nichts los ist. Das ist eigentlich auch schade, deswegen diesem, weil das Torchlight-Let's Play nicht so gut lief, obwohl ich da wirklich am meisten Spaß hatte. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Normalerweise bin ich ja immer so, weiß nicht, was ich erzählen soll oder sonst was und so ein Kram. Und bei Torchlight ist es halt anders. Nur irgendwie interessiert es halt ganz selten jemanden. Und von daher ist es immer ein bisschen schwierig, sich dann die Motivation zu setzen, weil ich hätte das Spiel schon längst durchgespielt, wenn ich halt nicht Dingsbums. Ich kaufe mal die neue Angel, gell? Wie teuer sind die? 1,8. Ja, ist okay. Dann hole ich mir die einfach morgen. Warte mal. Achso, ich habe der Penny schon zwei Geschenke gegeben. Ich könnte eigentlich gucken, ob ich dem Willi vielleicht die Fische verkaufe. Dann kriege ich direkt Kohle. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich genug zusammenkriege. Um mir auch die Angel zu kaufen. Nee. Na gut, muss ich ein paar Tage warten. Morgen kannst du dir holen. Also übermorgen, glaube ich. Übermorgen? Warum? Achso, willst du heute Abend genug verkaufen? Ja. Okay. Alles klar. Jo, gut. Ich würde dann nochmal den Blumenkohl setzen. Wie lange braucht der denn? 12 Tage. Ja, das könnte knapp werden, aber... Warte mal. Wäre der 28. Ja, wenn das heute noch zählt. Weil wir ja schon fast 12 haben. Nee, dann hebe ich den Blumenkohl einfach auf. Komm, drauf. Dann lassen wir das. Was kann ich dann verkaufen? So, die Blumen wollten wir hier aufheben. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die ganze Nahrung. Lauch und den Löwenzahn behalte ich mir für Penny auf. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus. Alles klar, hier. Was haben wir noch? Hi, ich verkaufe Hüte, okay? Stups, komm zum alten Haus. Stups, bring Münze. Hutmaus. Das ist eigentlich schon ganz lustig. Ist ganz goldig, die Kleine, muss man sagen. Haben sie schon super gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Geniales Spiel.
Einfache Grafik, aber das macht's eigentlich so super. Ich denke mal, ich werde den Stream auch mal, den Stream heute von Stardew Valley, werde ich mal hochladen auf YouTube. Ich habe so das Gefühl, dass die ganz gut kommen. Weißt du was, ich bin jetzt nicht am Angeln. Obwohl doch, ich glaube lieber angeln als Holz hacken. Ich glaube die Streams... Ja, mal gucken, schauen wir mal. Bei Genshin bin ich mir jetzt nicht so sicher, da mache ich lieber so Compilations oder so, so Zusammenschnitte. Aber ich denke mal, den Stream hier könnten wir auf YouTube hochladen. Muss ich Justin später nochmal fragen, ob der Bock drauf hat. Ich weiß nicht, wie es so ist, ob ihr solche Sachen euch gerne mal im Nachhinein auch nochmal anguckt. Ich zum Beispiel mache das halt auch ganz gerne. Wenn ich mir so Streams reingucke und gucke sie mir dann dementsprechend bei den Video- und Gamern und Streamern meiner Wahl. Ich weiß halt nicht, wie es bei euch ist. Ob ihr euch die Streams nochmal reinguckt, ob ihr, auch wenn ihr selbst live dabei gewesen ist, seid. Muss ich mal gucken. Wir können den Stream auch hier einfach auf Twitch oben lassen. Der wird aber nach 30 Tagen automatisch dann gelöscht. Von daher mal sehen. Wir machen aber heute dann auch nicht so lange. Also wir sind jetzt schon bei 2,5 Stunden. Liegt einfach daran, also wenn es gut läuft, ne, insgesamt mit Chat, mit allem drum und dran, dann werde ich den Stream natürlich nicht beenden. Das ist ja dumm. Aber wenn man merkt, es wird halt langsam ruhig, dann möchte ich jetzt den Stream auch nicht unbedingt gezwungen in die Länge treiben. Dann würde ich mir die Ressourcen einfach für andere Sachen dann auch aufheben. Weil wenn ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich samstags und freitags zu lange streame, dass ich dann sonntags einfach technisch komplett ausgelaugt bin. Und also hier vom Quatschen und so. Dementsprechend ist es immer schwierig. Deswegen will ich da auch nicht zu lange spielen. Vielleicht nehme ich morgen mal wieder Kristall auf. Okay, ich schaue eher andere Videos, wenn überhaupt phasenweise, je nach Game. Alles klar, super. Dann weiß ich Bescheid, Küsti. Ich frage trotzdem später nochmal den Wolke und den Justin, wenn die wieder da sind. Ob ich für euch... Also dir ist das egal, Kai? Ja. Okay. Also generell weder positiv noch negativ, sondern wirklich egal. Gut. Ich glaube, dem Wolke ist es größtenteils auch schnurzegal. Dann wird es wahrscheinlich so laufen, dass der Justin dann entscheiden wird, ob er sich das irgendwie im Stream nochmal selbst angucken möchte oder nicht. Und dann werde ich das dann hochladen. Aber dafür will ich halt nicht zu lange machen. Weil die Dateien doch recht groß sind. Ausgelassene Frames. Was haben wir denn? 20.530. 3,7%. Das ist viel. Irgendwie ist meine Verbindung nicht ganz so stabil. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Kann aber auch an Twitch liegen. Bei mir hängt es davon ab, was ich selbst spiele. Mit Stardew bin ich durch. Alles klar. Super. Farm Together habe ich auch lang nicht mehr gespielt. Bestimmt. Also privat schon, aber jetzt nicht im Dingsbums, nicht im Stream oder so. Aber das Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen, klingt jetzt doof, aber bei Farm Together, das hat man halt auch schnell durch, ne? Vor allem das Spiel ist auch an sich nicht mehr wirklich für mich interessant. Einfach, weil ich halt mittlerweile jetzt sehr gut klarkomme. All meine Farmen, denen geht's finanziell super. Und ich habe da irgendwie nicht so den Schein, da großartig weiterzuwachsen. Vor allem, wenn du halt die Events, die Farm Together ja regelmäßig hat,
die wiederholen sich halt alle, weißt du? Das bedeutet, das erste Jahr ist interessant, dann machst du die Events alle mit und bist dann enthusiastisch dabei. Aber wenn du merkst, dass dann freust dich, oh, neues Event, dann merkst du, oh, ist das gleiche wie letztes Jahr, das habe ich dann schon fertig. Dann hast du auch ganz wenig Motivation, das Spiel nochmal anzuschalten. Das ist, habe ich auch so ein bisschen bei Stardew Valley so ein bisschen das Gefühl, sobald du dann irgendwie gut expandiert hast, ist der Fun vorbei. Das ist genauso wie mit den Survival-Spielen. Kannst du dich noch an unseren Stranded Deep Stream erinnern, Kai? Ja. Das war ja am Anfang auch ganz interessant. Da hast du da was gebaut, da musstest du halt mal, wie heißt's, Wasser finden und allem drum und dran. Aber wenn du dann deine Sachen hattest, dann wurde das Spiel schnell langweilig. Also es ist wirklich, sind immer nur wirklich die Anfänge, die du dann halt machst. Irgendwie immer so ein bisschen schade ist. Bei The Forest geht's, aber The Forest ist halt irgendwie, finde ich, mit den Einheimischen oder den Kannibalen oder den Eingeborenen, je nachdem, für mich sind es, sind und bleiben das Eingeborene, die dich da jagen, auch wenn das Spiel irgendwie zu Ende komplex wird und es irgendwelche misslungenen Experimente sein sollen, das passt gar nicht. Also für mich hat das Endgame von The Forest hat für mich das Spiel kaputt gemacht, weil The Forest mit dem offenen Ende einfach sehr viel Spielraum für kreative Ideen eingebracht hat. Und ich kann mich noch an einem Abend erinnern, wo ich dann mit einem Kumpel nochmal, also mit einem Bekannten, The Forest gespielt habe. Und wir haben uns wirklich einen ganzen Abend darüber unterhalten, was denn diese Eingeborenen sein können. Warum die so sauer auf uns sind und direkt angreifen. Und das hat richtig Spaß gemacht, bis dann das Endgame kam und gesagt hat, oh, das sind mutierte Experimente und dementsprechend sind die nicht so aggressiv. Ich denke mir so. Toll, du hast jetzt einer der Gründe kaputt gemacht, warum ich das Spiel überhaupt noch spiele. Und das ist traurig. Das ist sehr traurig. Treibholz liegt wieder in der Truhe für deine Lea. Hab ich der Penny wirklich schon zwei? Ja. Gut. Sag Bescheid, wenn du dich ins Bett legst, ne? Mach ich. Kann hier aktuell eh nichts mehr machen, meine Energie ist eh leer. Ich kann mir aber noch was zu trinken aus dem Kühlschrank holen. Der Kühlschrank, 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Das beste Restaurant. Der Le Kühlschrank. So. Leg dich ins Bett. Bitte? Leg dich ins Bett. Oh, ja, Entschuldigung. Jo, das war ordentlich, super.
Dann kann ich mir die bessere Schüssel gleich holen. Angel. Neuer Gegenstand, Grünschnabel. Ach, neuer Erfolg. Schön, dass wir den Erfolg haben. Das Problem ist, man kann sich davon nichts kaufen. So, jetzt wollen wir uns mal um den Hund kümmern, sonst ist der Justin sauer. Da ist man einmal nicht auf der Farm für ein paar Minuten und dann kümmert sich keiner um den armen Köter. Er wird uns wahrscheinlich wieder in die nächste Höhle treten. Du ist relativ still geworden, ne? Es sind ein paar Leute weggegangen, jetzt ist Ruhe. Also jetzt nicht nur im Unterhaltungswert, sondern auch im Chat. Als Laxi noch da war, waren es 7 bis 8 und jetzt sind wieder ganz viele weg. Justin ist weg, Wolke ist weg. Lass mich gucken. Die Sims ist weg. Slaxi ist weg. Ich glaube, die Hino musste noch da sein. Die Küsti ist noch da. Glaube, ich hoffe, dass die Hino noch da ist. Aber die geht eigentlich nie ohne was zu sagen weg. Hino, gib ein Lebenszeichen von dir. Und du halt noch, ne? Nehme ich an. Du und die zwei Mädels. Oder hast du den Stream aus? Okay. Alle am Futtern. War auch im Überlegen, ob ich mir nochmal was zu futtern gönne. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man mittags richtig gegessen hat, hat man abends nicht so einen krassen Hunger. So, bevor ich jetzt hier großartig angel, packe ich einfach mal ein bisschen weiter Holz. Angeln kann man sich für den Winter so ein bisschen aufheben. Ich glaube, am Anfang brauchen wir ziemlich viel Holz. Das geht. Stimmt, eigentlich am Anfang braucht man das nicht. Das braucht man, später braucht man viel Holz, wenn man dann wirklich anfängt, sich um das Layout des Hofs zu kümmern. Hütten bauen, etc., etc. Ja, ist die Frage, mit was fängt man am Anfang an? Eigentlich nur ein bisschen Kohle zu machen, sich die Items zu holen, die man so braucht. Ja. Bringen die Lachsbären eigentlich was, wenn man sie verkauft? Nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Gut, dann nehme ich die als Futter. Für mich. Kohl und die Pastinake hätten wir. Handwerksraum. Weißt du was? Haben wir überhaupt noch genug Steine? Wenn, dann müsstet ihr die irgendwie haben. Dann würde ich nämlich einfach mal was. Dann würde ich einfach mal ein bisschen Holz und ein paar Steine ans Gemeindezentrum opfern. Damit wir da wenigstens ein bisschen Fortschritt haben. So, was haben wir denn hier? Ein Müllton von den Mädels, nur gebrauchte Tampons. Alles klar, die können da liegen bleiben. Also hier in diesem Sonnenhaus wohnen die Haley und die Emily. Haben wir schon wieder vergessen zu gießen? Weiß ich nicht. Also du hast nicht gegossen? Nee. Okay. Ich würde sagen, für den Sommer würde ich ganz gerne mal Dingsbums machen. Ein bisschen mehr anbauen. So, die Frage ist, wo liegen die Steine? Also die Steine liegen ja drüber beim Holz. Okay. Okay, 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 okay.
Achso, nee, ich brauche ja zweimal 99 Holz. So, Hartholz haben wir noch keins, ne? Ne. Okay, gut. Oh, Lisschen, 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 komm ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Rasen, da kannst du grasen. Ich habe jetzt nicht so viele Lieder, die ich summen und singen kann. Vor allem muss man ja ein bisschen aufpassen aktuell. Gibt da jetzt eine große Bannwelle. Mal wieder. Ja, das ist immer ein bisschen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn man da halt liest, weswegen Leute dann teilweise gebannt wurden. Ich meine, klar, wenn man Musik hat, die im Hintergrund läuft und man dafür keine Lizenz hat, verstehe ich das voll und ganz, ne. Sprich, du kannst ja nicht alles, kannst nicht jede Musik einfach so streamen ohne Lizenz. Das ist an sich kein Problem, aber zum Beispiel, das ist ja kein Problem. Da haben ja einfach viele Leute einfach ohne, haben sie ja viele hirnlos irgendwas gemacht. Da muss man halt selbst durch. Was mich aber so ein bisschen, wo ich das dann immer so ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn man halt zum Beispiel wegen irgendwelchen Dingern gebannt wird, die zum Beispiel irgendwelche Dingsbums, na, wie heißt's, Geräusche zum Beispiel, ne? Ich glaube, dieser eine WoW-Streamer wurde gebannt, weil das Windgeräusch in der Hintergrund der Musik von WoW von Hollywood lizenziert wurde als Sound und so ein Scheiß. Ah, das ist so grausam. Ich meine, bei manchen Spielen sieht man, kann man sagen, okay, da ist halt Lizenzmusik drin, da muss man halt aufpassen. Es ist halt auch immer schwierig, ne? Ich habe zum Beispiel, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben Copyright Strike bekommen von YouTube. Also kein Strike selbst, sondern hat YouTube mein Video einfach gelöscht. Nicht gelöscht, sondern einfach gesperrt. Nicht gelöscht, gesperrt. Und das war wegen einer Tonabfolge von 2 Sekunden, wurde dann, glaube ich, ein Stream von 5 Stunden gesperrt. Einfach aus dem Grund her, weiß ich nicht, das waren 2, 3 Töne, die irgendwie ähnlich wie irgendwas anderes klingen und das war dann angeblich lizenziert. Und dann dachte ich mir so, was? Das ist also ganz komische Lappalie. Es war wirklich eine echt, also teilweise echt. Bei gesamten Musikstücken oder bei wirklich Musik verstehe ich das, wenn die wirklich sich ähnlich klingt, aber bei Soundeffekten, die wirklich nur ein paar Sekunden dauern, da muss ich halt sagen, ist es, glaube ich, eher so ein Exempel, dass man da die Szene vielleicht kaputt machen will und dadurch dann einfach ja, versucht, Leute bannen zu lassen und zu sagen, okay, wir als Musikindustrie können mit der Streamer-Szene nichts anfangen. Ist für uns jetzt nicht so viel Kohle zu holen. Also hauen wir da richtig rein und jedes kleinste Detail wird da reingeschissen. Das ist schon echt komisch. Wie gesagt, bei gesamten Musiktiteln oder bei Musik selbst, externe Musik, kann ich das verstehen. Bei Spielemusik sollte man auch immer so gucken, okay, man sollte es nicht zu übertreiben, ja. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel gebannt wurden, da sind also Streamer, die jetzt kein Gaming streamen, sondern die dann halt zum Beispiel Real-Life streamen. Da läuft einer mit dem Handy vorbei und dann hört man irgendwie 3 Sekunden ein Refrain und dann zack, bam, gleich weg mit der Sau. Ja. Gleich Strike und gebannt und gesperrt und weg. Und da denke ich mir so, das muss dann nicht sein. Das ist dann wirklich zu viel. Also man kann auch wirklich kleinlich sein. Aber das ist das Problem. Und vor allem ist es auch immer schwierig zu gucken, also es gibt auch, es ist halt auch so schwierig, an die Lizenzen wirklich zu kommen oder zu gucken, was ist jetzt wirklich, was ist denn Lizenz, was kann man denn jetzt lizenzfrei benutzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel habe und sage, okay, gibt es da irgendwo eine Datenbank, wo dann drin steht, okay, ich habe das in das Spiel, das gebe ich ein und dann steht da drin, okay, die Titel von dem Spiel sind lizenziert, kannst du nicht nehmen oder das Spiel hat nichts Lizenziertes, kannst du nehmen. Ich glaube, so eine Plattform oder so ein Service, der würde so einen Erfolg haben, das wäre super. Aber das gibt's halt nicht und das ist das Problem. Deswegen musst du halt irgendwie
kannst auch nicht, es ist auch schwierig irgendwo nachzufragen oder so, weil die dann immer gleich dir teure Lizenzen verkaufen wollen. Also ich habe mal, als ich noch damals Florencia gemacht habe, habe ich auch immer nach Hintergrundmusik gesucht und wollte dann, willkommen zurück, Justin, wollte dann auch mal gucken, ob ich da irgendwo Musik finde, die ich halt lizenziert, die ich halt benutzen kann. Und die guten Songs waren natürlich lizenziert. So, dann habe ich mal geguckt, wie teuer denn so eine Lizenz ist, hat mir gefallen, habe gesagt, okay, gut, ein paar Euro kann ich da rein investieren, aber dann war es halt wirklich so ultra teuer, ne? Der eine Dienst hat gesagt, okay, die Musik, die Lizenz geben wir, kostet im Monat 100, 150 Euro. Hab ich mir gedacht, was? Für 10 Lieder? Willst du mich verarschen? Und da denke ich mir so, Und das ist halt das Problem, die Lizenzen haben halt einen Festpreis und wenn man wenigstens sagen würde, okay, beteilig dich an den Einnahmen oder so. Bei YouTube ist es ja dann meistens so, wenn du da was benutzt hast, dann ist es meistens so, dass die Anspruchsteller dann sagen, okay, du kannst es benutzen, aber Monetarisierungskohle geht an uns komplett. Ist zwar auch ein bisschen assig, aber es ist immerhin ein besserer Kompromiss, als sagen, nee, gleich weg oder hier viel Kohle. Und das finde ich ein bisschen schade bei diesem ganzen Lizenzgedöns. Ich meine, ja, das ist komisch, wirklich komisch. Warte mal, warum wollte ich mich ins Bett legen? Weiß ich nicht, Energie? Ja. Kaum ist der Justin, der Sluxy wieder da, gehen die Zuschauerzahlen nach oben. Alles super. Nee, Energie habe ich eigentlich nicht das Problem. Ja, ist wirklich so. Also, als du weg warst, du und Justin, waren auf einmal nur noch 3 Leute da. Das ging schnell. Jetzt sind wieder 6. Auf jeden Fall, schön, dass ihr alle wieder da seid. Freut mich. Freut mich. Bin hin und wieder da, war am Essen. Sind alle wieder weg. Ja, der Justin ist wieder da. Das bedeutet, wir sind jetzt wieder zu dritt. Der Wolke ist... Ja, die kommen langsam alle wieder rein. Sind alle wahrscheinlich zeitgleich zum Futtern abgehauen. Von daher... Jo, ich habe übrigens das Hemd extra angezogen, was ich hier habe, weil ich finde, das ist das ländlichste Hemd, was ich überhaupt aktuell besitze. Mhm. Weil wenn du hier einen Farmer spielst, kannst du nicht mit dem Bürohemd hier sitzen. Das ist irgendwie, es passt nicht. Hier ist es zu dunkel. Ich werde auch nicht bei jedem Streaming Greenscreen anmachen, weil die Softboxen doch ziemlich hell sind für längere Zeit gesehen. Die produzieren mir auch zu viel Wärme. Es ist jetzt schon wieder sauwarm. Der Greenscreen mit dem Stoff hinter mir, der macht natürlich auch noch keine Luftzirkulation. Ich denke mal, da werdet ihr mir verzeihen müssen, wenn es den einen oder anderen Stream gibt, wo ich, wo ich keinen Greenscreen nehme. Na, mein Kleiner. Da bist du wieder. Ja. Die Trollke Wolke. Wie geht's der Molke? 3 Stück Kek gehabt. Wie sollte, bitte? 3 Stück Kek. Sagt mir nichts. Kacke. Keke. Ah, okay. Um 8. 3 Stück. 3 Kackstücke? 3 Scheiben. Hä? 3 Scheiben Kek. Den Begriff gibt's hier in Deutschland nicht. Krieg. Ist eine Art Kuchen. Einfach etwa 10 cm in Höhe und etwa Kuchen. 30 lang. Dann sag das doch einfach. Schweizerdeutsch Krieg. Ah. Okay. Wo Früchtenkrieg sogar noch. Wo Früchte drinnen gewesen sind. Auf Deutsch auf Deutsch Früchtekuchen. Früchtenkuchen, ja. Früchtekuchen, wunderbar. So, finde ich dich ein bisschen. Bitte? Das... Ah, wir haben noch einen Blumenkohl. Stimmt, den kann ich... Oh, super. So, Frühling, das ist eine Bohne, habe ich auch. Wunderbar. Was, Frühling, Kartoffeln? Schnell Geduld. Ich lock gleich rein. Alles gut.
So, hi Graf 500. Ja, es gab wieder Money. Perfekt. Dann gehe ich mal zum Willi. Wie viele Tage sind schon vergangen? Ich glaube 2. 3. Kann ich meine Spitzentacke wiederholen? Das musst du eigentlich sehen, weil wir sehen das nicht. Glaube ich. Glaube nicht, ne? Nee, wir sind's nicht. Okay. Oder da musst du einfach nur A drücken, Justin. Einfach nur A drücken, ohne irgendwie, also musst du einfach nur bestätigen drücken. Ich rauche noch ein bisschen schnell fertig. Diese Taste, Justin. Und dann kannst du das Ding hier abernten. Haben die Leute mich schon vermisst? Ich weiß nicht genau, wie die Tasten bei PC sind, Justin. Also wenn ich X drücke, dann hau ich hier zu, aber wenn du mit dem Schwert blockst, das ist die Taste. Müsste, glaube ich, Linksklick sein. Linksklick, also rechts, also Linksklick schlägst du zu, Rechtsklick blockst du. Okay, dann musst du mit der rechten Maustaste auf diese Teile gehen. Ich spiel auch auf dem PC, Justin. Keine Angst. 4000 Franken Gold. Geld. Yep. Aber da werde ich mir jetzt beim Willi eine neue Angel kaufen. Nein, abgelehnt. Doch. Abgelehnt. Das ist mir egal. Ich muss Kai aufpassen. Kai und ich, wir haben das. Oh, ihr habt die Brücke repariert. Super. Kai und ich haben das Geld zusammengetragen, also dürfen wir das auch ausgeben. Verdammt! Ich wollte jetzt meine Axt verbessern. Axt ist unnötig am Anfang. Ist ja kein Problem. So, Übungs... Ja, nee, Bam... Ja. Was? Fiberglasangel, stimmt. Genau, die kann mit Ködern versehen werden. So, okay. Das sollte reichen. Warte mal. Das kommt ans Gemeindehaus. Das kommt ans Gemeindehaus. Es muss ich morgen noch nachschauen gehen. Bambusstange. Warum kann ich die Angel nicht verkaufen? Ist doch. Wie, was? Wie bekommst du das? Meinst du die Angel? Ich hab die Angel. Bier? Ach so, ja, das ist schwierig. Ich glaube, das kriegen wir noch gar nicht hin. Wie können wir denn Bier brauen? Das müssen wir in den Fässern machen, ne? Da müssen wir, glaube ich, Hopfen reinlegen in die Fässer. Haben wir Samen? Wir haben noch kein Saatgut, aber es ist Donnerstag, der 18. Das bedeutet, es macht halt keinen Sinn, weil am 28. der Sommer losgeht. Das bedeutet, wir sollten, glaube ich, das Geld für das Saatgut dann auf Sommer aufheben. Oder was brauchen wir? Oder was meinst du? Was wir jetzt ersetzen können? Brauchen wir noch nicht. Machen wir im Sommer dann. Ich denke mal, der 18. sind nur noch 12 Tage Frühling. Da macht das dann keinen Sinn. Ja, 7 Tagen. Hab ich in Steam Dingsbums? Steam habe ich die Übertragung an? Warum? Ma, Hilfe, Kai! Warte mal, ich muss im Steam die Übertragung ausmachen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Übertragung beenden. Also 8 Tagen Pflanzen gehen ja noch, schreibt Laxi. Warte mal, 8 Tagen Pflanzen. Ja, aber welche? Ich weiß es halt nicht. Ich geh schnell schauen. Ah, man kann Bier bei Gas kaufen. Ja, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, ne, wenn du halt für 200 Dollar oder so, für 200 Münzen beim Gas das Bier kaufst und dann der Pam das für 150 gibst, ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Warte mal. Was ist denn mit der Truhe hier oben? Ist das eine Mülltruhe? Nein, hier sind Roma. Also, wir haben Bohnen. Weißt du, mich scheißt ja immer an, wenn ich den Hund vergesse, Wasser zu geben, aber selbst macht das nicht einmal. Also, Pastinakensaat
wären für vier Tagen heran. Stimmt, hol mal ein, zwei Pastinaken, aber nur zwei Maximum. Die brauchen wir fürs Gemeindezentrum. Da habe ich leider alle Pastinaken verkauft. Dann haben wir Blumenkohl, brauchen 12 Kartoffeln. Und Kartoffeln. Sechs Tagen. Ja, kauf zwei, dreimal Kartoffeln und nochmal zwei, drei Pastinaken. Die können wir dann pflanzen und dann kann ich die ins Gemeindehaus spenden. Alles andere würde ich sagen, heben wir fürs Gemeindehaus dann auf, für den Sommer. Und dann würde ich mich im Sommer mal um das Pflanzen und so kümmern, während ihr dann irgendwie Minerale, Holz und so einen Scheiß macht. Ich denke mal. Wenn ich meine Spitzhacke habe, gehe ich eh in die Mine ein bisschen abfarmen. Dementsprechend machen wir es so. So, wenn du Kupfer brauchst, glaube ich, in meiner vielwerte Truhe hat es, glaube ich, noch ein Kupferbarren. Pastinaken und Kartoffeln brauchen wir noch einmal. Hey, Chichi! Hallöchen, grüß dich! So. Also, was? Material, Null Energie. Schön, dass du da bist, Niki. Kupferherz habe ich 15 Stück hier drin. Graf. Kupferherz können wir eigentlich in die Öfen legen, dann können wir daraus Kupferbarren machen. Brauchen wir nur Kohle. Ja. Toll. Hast du auch Kohle? Müssten wir eigentlich noch eine Truhe haben, meine ich. Mir hat ein bisschen was gefunden. Warte mal, hier ist nichts mehr. Was haben wir hier oben? Hier oben ist noch genug Kohle drin. Und das ist auch noch drin. Wunderbar. Hier oben bei den Öfen, Wolke, ist eine Truhe. Da sind Mineralien sozusagen drin. Also hier kommen die ganzen Erze und Kohle und so rein, die dann in die Öfen reingesteckt werden können. Jo. Ich gieße die Kiste. Super. Und dann wundern wir uns, warum unser Essen schlecht wird. Alles deine Schuld. Ich glaube nicht, dass ich es bis 18 nur noch zu Gas schaffe. Zu Clint, Entschuldigung. Wo willst du die Steine hin? Ich glaube, da haben wir noch keine Dings für. Mach ich mir im Sommer dann Gedanken, glaube ich. Wir haben noch keine Truhe für Steine. Das machen wir dann, glaube ich, später in Ruhe. Noch können wir die Truhen alle so ein bisschen wild setzen und wenn wir dann später hier uns vielleicht irgendwie ein Hütchen oder so hinbauen, dann können wir da ein schönes Lager machen. Ansonsten läuft das alles soweit ganz gut. Die Bäume, die du gepflanzt hast, Kai, waren zum Fällen, ne? Genau. Okay. Gut, aber dann lasse ich die erstmal ein bisschen wachsen. Warte mal, Kupfererz. Ich bin mal so frech und mache ein bisschen Kupferbarren. Ja, mach das, das ist eigentlich ganz gut. Kohle haben wir auch genug. Im Sommer bin ich dann sozusagen der Gärtner. Die Rolle des Gärtners würde ich dann im Sommer übernehmen. Und ihr könnt euch... Gartenarbeit überlasse ich euch. Und dann könnten wir eigentlich ein bisschen verteilen, wer was macht. Dass zum Beispiel eins oder zwei Leute in die Mine gehen und Steine und Erze und so besorgen. Und einer zum Beispiel angelt, um zum Beispiel einen gewissen Grad an kontinuierlichen Finanzwachstum zu gönnen. Und vielleicht kann dann auch der... Angeln. Okay, super. Dann kann der Justin in der Mine ein bisschen rumlümmeln mit dem Wolke vielleicht. Penny Benny, was ist denn los? Der Name sagt, die ist billig, aber ist sie nicht. Die ist nur willig, nicht billig. Hoffe ich. Gut. Jo. Schön, dass du da bist. Da ist der Clint. Die Mülltonnen wurden schon abgegrast. Na super. Ja, nur die Müllgammler hier. Was soll der Linus essen, wenn die ganzen Mülltonnen abgegrast sind? Hä? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Justin, raus weg da! Das Laxi meint, Wolke kann doch als Bauer super mit Tieren, oder? Weiß nicht. Abgelehnt! Mögen deine Tiere dich? Meine Tiere mögen mich immer.
Aber ich will ja einen Hühnerstall bauen, aber das Geld reicht nicht. Da können wir Eier verkaufen. Ja, da, Tiere sind hier ein bisschen schwierig. Das wird noch eine Zeit lang dauern, weil wir da auch Heu und so ein Kram brauchen. Und das kann man hier nicht so einfach machen. Am Anfang braucht es viel Geld. Traurigerweise. Und von daher müssen wir den Hühnerstall noch mal ein bisschen... Ich denke mal, im Sommer können wir darauf hinarbeiten. Heute hat ja Pams Geburtstag. Ja, Pam, die ist mir relativ schnuppe. Die alte Trinkmaus. Alle Schnapsdrossel. Wann habe ich Geburtstag? Ja, ich habe wieder Treibholz gefunden. Damit kannst du die Lea dann treiben. Achso, ich bin ja in diesem Teich, da gibt es ja nur Müll. Super, super. Ich darf nicht zu weit nach oben gucken, sonst gucke ich direkt in das Softboxenlicht. Schlaf und schlaf. Graf wie Fisch einen Schaf. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schön, was sie in die Truhe legen. Nein, nicht essen. Jo, mir geht's zumindest so weit ganz gut. Hock leider viel zu Hause. Man kann ja draußen nicht viel machen. Man darf auch nur begrenzt rappen. Was heißt man darf, aber es ist halt draußen auch nicht so viel los. Und ansonsten, ja, ich habe mich hier eigentlich ganz gemütlich eingerichtet. Zum Glück bin ich gerade ein bisschen am Genshin am Suchten. Vielleicht zu viel, weil das Spiel irgendwie für Sucht, für viel Grinder nicht so viel hergibt. Weil ich habe es irgendwie in dieser Woche nicht einmal geschafft, dass mein Herz in dem Spiel voll ist. Eine andere Frage. Warum setzt man nicht einen gemischten Saat ein? Die gemischte, stimmt, die könnten wir eigentlich auch. Egal, jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt machen wir es einfach alles im Sommer, dann mache ich das alles mal schön. Und dann sieht der ganze Käse auch anders aus. Kriegen wir schon hin. Lasst mich am Sommer das nur mal in Ruhe machen. Kai, wo bist du? Ich sehe mein Haus drin. Achso, er ist schon am Pennen. Ich habe nämlich noch Treibholz, was ich dir geben möchte. Auf die Kiste legen. Ja, gut, das kann weg, wunderbar. Ist ja nur eins, dementsprechend gebe ich dir das morgen einfach in die Hand. Komm, Kai. Leg dich hin. Jetzt warten wir nur noch auf den Justin. Alles klar, die Pro-Tipps kommen. Im Sommer und im Herbst. Hast du bessere Ernte aus der gemischten Saat? Grüße, Zocker Slaxi. Der Slaximus Maximus. Weil Slaximus mal kacke ist. Alter, keine Dicke. Sag mal, könnt ihr mal ins Bett gehen, ihr Arschkekse? Mann, Kai, ernsthaft. Ja? Wenn sich jetzt. Justin fehlt gerade. Achso, ist der Justin. Mal wieder. Justin, mein kleiner Bub. Leg dich doch ins Bett, in deine Stub. Wenn du das nicht wenn machst... Wenn er es kann. Wenn das nicht geht, dann wird es schlecht. Weil sonst kriegen wir die Rechnung. Wer hat den Fisch rausgenommen? Oh, lass mich doch mal in Ruhe dichten. Lass mich doch mal in Ruhe dichten. Was für ein Fisch? Ich hab einen Fisch in die Kiste gelegt. Ja, da musst du halt auf das Plus klicken. Und weil der wird nämlich mit den Muscheln zusammen kategorisiert. Ah. Es regnet. Ich habe eine. Ich verkaufe Hütte, okay, Stups. Ich Kommt brauche frischen alt, Blumenkohl. Ach, Kacke. Kacke. Blumenkohl. Bitte? Kai kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Versuch es später nochmal. Oh, Mann. Wer will die Mine? Ich gehe jetzt gerade schauen, wie es aussieht. Mit meiner Spitzhacke. Entschuldigung, es tut mir leid. Grafi, von dir habe ich es nicht erwartet. Schändlich. Ich wollte eigentlich nur ganz leise aufstoßen und dann kam alles raus.
Entschuldigung. Wenn der Graf mal etwas raus, etwas leise aufstoßen will, passiert das. Das kam wirklich unerwartet. Es tut mir leid. Boah, den schmeck ich ja bis hierhin. Ich bitte um Vergebung. Die Wolke vergibt dich nie. Oje, es tut mir leid. Mach auf, oh, mach auf. Ich werde ganz schnell auf dem Klo. So, warte mal, wo haben wir es denn? So, Erdkristall gespendet, wunderbar. Ich glaube, ich gehe mal angeln. Ich habe mir nicht umsonst die Fieberglasangel gekauft. Leg eine Kirschbombe in die Truhe. Kirschbomben, die kann ich gut gebrauchen. Ich habe noch genau gesehen, wie du gewusst, wie du gedrückt hast, Wutz. Ja, ich habe aber erst gedacht, das wird nur so ein kleines und dann irgendwie kam alles raus. Entschuldigung. Komm, oh, weiter. Mann. Ja, ich hab es endlich. Was denn? Deine Spitzhacke? Meine Kupferspitzhacke, ja. Yeah. Alles klar. Tschüss, mach's gut, Niki. Viel Spaß beim Fernsehen. Hartholz. Oh. Hartholz werden wir 10 Stück erstmal spenden an das Gemeinschaftszentrum und ansonsten heben wir das auf, weil wir daraus später Sachen bauen können. Jawohl, jetzt können wir Kohle machen. Die zweite und letzte Inventarerweiterung kostet 10.000, ne? Ich weiß. Oh, was war denn das für ein Fisch? Alter, der war so schnell weg. Hartholz. Der ist Luxi. Hartholz. Oh je, oh je. Schnell die Sachen noch wegtun. Eventuell muss ich wieder eine neue Waffe holen. Irgendwann. Okay. Das habe ich eben mit Kai schon mal besprochen. Da wart ihr beide AFK, Justin und du, Wolke. Wie ist es, wenn wir den Stream von heute auf YouTube hochladen? Ist das okay für euch? Habt ihr Bock drauf oder mir ist euch das egal? Rein Schnuppe. Hier ist es Schnuppe. Wie ist es bei dir, Justin? Würde dich das freuen oder wäre dir das auch scheißegal? Kaulbarsch? Na super. Big Mac. So, bin ich gleich ready für die Mine. Super. Und wenn ich halt nicht aus der Mine raus schaffe, muss jemand mich retten kommen. Außer Kai. Können wir nicht. Wenn du es nicht aus der Mine raus schaffst, dann kostet das uns massiv viel Geld. Alter. Sag mal, will der Fisch mich verarschen? Was ist mit dem los, ey? Immer. Ich verarsche euch gerne. Ey, guck's dir doch an. Das ist ja grausam. Ich kann nicht gucken. Ich bin kein Multitalent. Alles gut. Alter, dieser Fisch, ey. Es wäre schön, wenn du mal ein bisschen an der Stelle stehen könntest. Alter. Alter.
komm schon. Donnerei. Ist, glaube ich, auf der einen Seite etwas zum Spenden. Alter. Boah, hier brauche ich gar nicht anfangen zu angeln, ey. Das kannst du ja voll vergessen. Was geht das? Oh, die Fische, die hauen so schnell ab, da kommst du gar nicht hinterher. So, hoffentlich schaffe ich nach 5 Ebenen runter. Alle 5 Ebenen kannst du auch den Fahrstuhl benutzen, ne? Musst du nicht immer kommen. Ich meine die nächsten 5 auf 15 runter. Okay. Wollte nur sicher gehen, dass du Bescheid weißt, dass du den Fahrstuhl für benutzen kannst. Nicht, dass du immer von vorne anfängst und... Lass mich raten, jetzt hole ich die Schatztruhe und krieg den Fisch nicht mehr. Oh, sag mal. Heute ist kein... Ja, immerhin. So. Toll. Ob wir jetzt hier auch sparen können. Ah, die Scheißfliege. Kolossal, ob du was fängst, ist ganz egal. Angeln ist gut für Herz und Blut. Angeln entspannt, Angeln tut gut. Ich sitz hier im feuchten Sand, ne teure Angel in der Hand. Ich friere und hab Kohldampf, kein Fisch soweit ich seh. Angeln tut die Nerven gut und Sauerstoff erfrischt das Blut. Und außerdem springt obendrein ein Essen für mich raus. Die Angel, die kannst du dir kaufen, aber bitte nicht versaufen. Die 1800 Spenden wir dir. Mach das ruhig, Justin. Au! Ja, 1000. Noch wieder da. 1800 kosten die alle. Geil, ich habe ein Artefakt gefunden. Yeah. Die Angel kauft der Justin sich und fängt damit einen Karpfenfisch. Das finden wir doch super. Zuschauer gehen hoch, ich fange an zu singen, alle hauen ab. Nein. Scheiß Vieh. Yeah, eine Kohle aus dem Fluss. Komm hier, es gibt nichts Besseres. Komm. Machst erstmal die Dose auf und dann erstmal schön das Salzwasser in der Cola. Mm. Nein, da kann ich rein. Alter. Den Fisch kriege ich doch nicht. Da brauche ich noch nicht mal versuchen, die Truhe zu finden. Ich finde es schade, dass man die Truhe nicht kriegt, wenn man den Fisch verkackt. Vor allem bei so einem Kackfisch, ey. Super, juppidi und juppido, das Angel macht es grafenfroh. Perfekt. Und es war eine Brasse. 43 cm. Wow. Das ist ein langer Schlacks. Hier gibt's keinen Schlacks. Hier gibt's Hartholz. Wow. Hier gibt's keinen Slacks. Hier gibt's einen langen Lachs. Kann ich der Penny um die Ohren klatschen. Oh. Nein! Weil ich diese Kacktruhe haben wollte. Ah, du hast aber immer die Hoffnung, dass da was Besonderes drin ist. Und dann ist da meistens immer nur irgendwie so Hasenknittel oder sowas drin. Oder ist ein Frosch? Alter, diese Fische da, ich glaube, ich gehe hier gar nicht mehr angeln. Wo kommen die Viecher jetzt hin? Was für Viecher? Die Fliegen! Ach so, ja, ab einer gewissen, wie heißt's? Blaubarsch. 86 cm großer Blaubarsch. Alter, das ist aber hier. Das ist eine lange Route. Ja, musst du aufpassen. Da kannst du der Penny nachher die Innereien umdrehen damit. Ich schaff's doch echt, Stardew Valley 18 Plus zu machen. Hat das jemand bis jetzt geschafft? Aus die Kommentare. Oh Mann.
Fick dich, Fliege. Jo, it regnet, all aus dem Haus. Die Welt sieht bezaubernd aus. Die Bohnen sind reif. Nein, das sind sie. Wie sieht das hier unten aus? Nein, das ist sind, das sind, was? Ah, hat da jemand schon mal angefangen zu? Aha. Wollen wir hier unten generell Essen und so reinlegen? Leute, wer hat hier die Truhen aufgebaut? Ich. Okay. Oder kommt da nur wilde Saat in so einen Scheiß rein? Nur wilde Saat. Warum sind da Blumenkohlsamen drin? Weiß ich nicht. Wer hat die da reingelegt? Warum haben wir denn so viel Blumenkohlsaat? Sorry. Ja, jeder kann es einmal abholen. Kleiner Magnetring. Mit den kleinen Magnetring da reingelegt. Den würde ich mir dann nämlich einfach anziehen, wenn den keiner braucht. Ach doch. Warte mal, die Erze kommen da oben rein, aber da ist der Justin gerade dran. So, achso, zwei Fische habe ich noch. Bin mal gespannt, wie viel die zwei Kaulbarsche geben. So, Penny. Wann resettet sich das? Am Sonntag, ne? Was denn? Die Geschenke für die Mädels. Oh, Hund, hau ab! Oh, dieser Drecksköter ist doch so blöd im Schädel. Willst du mich... Hund, hau ab! Kannst du den laufen? Ja, das hat eben nicht geklappt. Was haben wir denn hier? Jodis, bitte, bring Jodi einen Blumenkohl. Okay. Blumenkohlsaat habe ich von dem Museum. Ah, okay. Stimmt. Da kriegt man ja pro Person welche. Das ist okay, das ist cool. Das ist gar nicht mal schlecht. Warum habe ich hier? Das ist egal. Du. Bin ich der Einzige, der im Bett liegt? Warum seid ihr noch nicht im Bett? Ist es 1 Uhr? Ist es 1 Uhr? Ja, Wolke? Leg dich bitte, legen Sie sich bitte ins Bett. Hey, lass den Hund! Ja, aber wenn der im Weg liegt, was soll ich da machen? Dreh Mann. Einfach wegtreten. Ihr wisst, wo ich bin, oder? Ja, dafür habe ich extra Stiefel mit Spikes dran. Die bleiben dann schön stehen. Graf, du bitte nächstes Mal sagen, wann wegen Uhrzeit. Weil ja, ich du siehst es doch oben rechts. Oben rechts in der Ecke ist eine Uhrzeit. Schau doch nicht, weil ich... 1:40 Uhr. Voll Wolki, nur wegen dir. Wegen dir verlieren wir voll viel Geld, ey. Nein, vor der Hütte! Oh, du bist doch so ein Horst. Heißt du im Real Life vielleicht Detlef? Woher weißt du das? Weil du nicht wie ein Detlef verhältst. Oh, ich kann Krabbenbrausen herstellen. Und Kampfstufe 1 plus 5 LP. Neue Erstellung, Rezept, robuster Ring. Naja, guck doch mal, wir haben wieder $1000 eingenommen. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich verloren? Wie viel verliert man denn, wenn einer vor der Hütte schläft? Da kommt immer drauf an. Was er im Inventar hat? Ja. Boah, das ist ja mies. Scheiße. Hat nur Scheiße im Inventar. Ich glaube, du kriegst da einen Brief, ne? Ja. Okay, dann muss der Wolke mal gucken, wie viel Kohle er verloren hat. Schau einfach bei deinem Laden mit 75 Scheinen und bam. Was? Ah, ist Robin. 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist, Robin. Ach so.
Einen Brunnen kannst du überall auf den Hof platzieren. Und ja, da kannst du deine Gießkanne auffüllen. Aber ich glaube, Brunnen ist so gewitter, eine... jemand hat dich letzte Nacht in die Klinik vorbeigebracht. Du bist in der Schrift so mächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zu vernünftigen Zeit schlafen gehen. Ich hab dir 73 für die ärztliche Untersuchung in die Rechnung gestellt. Das ist ja fast gar nichts. Okay. 73. Okay. Also wenn das ist geschenkt. Ja, ich glaube, bei mir hat er einmal 10.000 genommen. Ja, bei mir auch. Aber da hatte ich dann, glaube ich, auch 500.000 im Inventar oder so. Ich glaube, das ist immer proportional zum Geldbeutel, oder? Ja, circa. Okay. Ja, es geht ja. Mann. Graf. So, da der Justin sich eben gerade... Bis gleich, Eno. Da der Justin sich eben... Guck, weißt du, mich schnauzt er an, wenn ich um den Hund schimpfe. Aber ich bin der Einzige, der dem auch mal was zu saufen gibt. Das arme Tier. Tut mir nicht leid. Ja, dich meine ich nicht. Das ist der Justin. Der ist doch derjenige, der mich immer anschnauzt, wenn ich vergesse, den Hund zu gießen. Was? Man kann den Hund gießen? Klar. Ja, Scheiße! Der arme Hund! Kannst du ihn auch mit der Sense bearbeiten, aber es interessiert dir nicht. Oder kannst du ihn den Kopf hacken? Hot Dogs! Oder mit der Spitzhacke. Oder mit dem Schwert. Geht alles. Du, darf ich das Brot rausnehmen? Ja, ganz... Warte mal. Schade, ich dachte, man könnte den Hund irgendwie angeln und dann irgendwie durch den Hof werfen, aber es geht nicht. In Genshin geht das, wenn du da irgendwie mit der Mona abtauchst und dann vor den Hunden auftauchst, dann erschrecken sie sich, bellen und hauen ab. Mit den Katzen geht das auch, die machen dann einen Salto. Aber das geht übrigens nur mit der Mona, weil die sich nämlich beim Rennen in den Boden, im Boden versinkt. Kai. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die hier mit dem Spiel am meisten anfangen können. Dementsprechend sind Äußerungen diesbezüglich dieses Spiels auf dich gerichtet. Also ich? Ja, ich weiß, dass du spielst, aber ich meine jetzt so zum Beispiel die Infos, die ich ergebe, sind schon... Da muss man das Spiel schon wesentlich tiefer kennen, um zu wissen, was ich meine. Also... Wilde Saat, wilde Meerrettiche, Narzissen, Lauch, Löwenzahn, Kupferbarren, Käferfleisch, Schleim. Haben wir das alles? Ah, suche einen Freund, der mir Löwenzahn bringt. Super, den nehme ich. Löwenzahn habe ich doch hier im Inventar. Ich will einen. So, jetzt muss ich nur gucken, wo der Sam ist. Wo läuft denn der eigentlich tagsüber meistens rum? Überall. Ist er in seinem Haus? Also im Haus ist er nicht. Oben sein Ball. Ah nee, stimmt, der Sam. Sam ist ja der Sportler. Ich hab den mit dem Super Saiyajin für Arme verwechselt. Das ist ja der Alex. Eine Sekunde, ich muss das Level schaffen. Alter, der sieht echt aus wie Goku. Stimmt. Der hat mich in meinem Privatspielstand, der Sam hat mich in meinem Privatspielstand so ein bisschen eifersüchtig gemacht. Weil, ja. weil er die ganze Zeit mit der Haley flirtet. Ja, voller Drecksack. Aber hab ich doch! War doch der Super Saiyajin. Oh, ich hab jetzt Alex den Löwenzahn gegeben. Dann holt noch einen. Ja, ich hab ja noch mehrere. Ich hab ja 3 Stück im Inventar gehabt. So, 1000 Dank, Grafi. Ich hätte wissen sollen, dass du dich drum kümmerst. Immer doch. Ich kümmere mich auch gerne um deine Frau. Hast du das nicht wirklich gesagt? Zum Glück gucken keine Frauen zu. Alter. Obwohl, der selber hat ja keine Frau, ist ja ledig. Nee. Ich hätte ja sagen müssen, ich kümmere mich auch gleich mal um deine Mutti. Boah, Alter. Vergessen wir diesen Satz mal ganz schnell. Und ich finde es super, dass unsere Bohnen hier schön wachsen.
So. Justin, wenn du die Abby geil haben willst, wenn du die Abby geil geil machen willst, dann musst du ihr diesen Amethyst schenken. Dann hängt die dir ganz schnell am Sack. Oh, ich muss echt mal langsam machen hier. Es geht ja nicht. Kann doch nicht sein, dass ich hier den Stardew Valley Stream ab 18 hinkrieg. Ich krieg das schon hin. Ich krieg alles hin. Ja, ja, glaube ich auch. Ich krieg alles hin. Dies nicht, das nächste Mal spiel mir Dora die Entdeckerin. FSK USA 21. Das kriegen wir bestimmt hin. Oh, schade, dass ich mir... Schade, dass es für PC das Spiel für Barbie rettet die Hundewelpen nicht gibt. Das hätte ich mir so eiskalt besorgt. Ja, glaube ich dir. Aufs Wort. Das hier ist so ein Sog... das hier ist so ein kleines Städtchen. Du kannst es nicht vermeiden, alle zu treffen. Ja. Na, Penny, wie sieht's aus? Willst du auch mal werfen? Man muss ja nicht fremde Kinder immer angucken. Du kannst dein eigenes angucken. Ich helfe dir gerne. Alter, mit dieser Sonnenbrille sehe ich echt aus wie so eine zwielichtige Gestalt, die auf dem Spielplatz steht und die Mütter angräbt. Das ist... Der Figur eine Sonnenbrille zu geben, war ein Fehler. Ich kann die auch nicht ausziehen, ne? Kai? Geht nicht, ne? Kacke. Graf, ich hab was für dich, für Penny. Ich hab einen Diamanten aus einer Schatzkiste bekommen. Oh, cool, super. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Die Frage ist, wo bist du denn? Kann ich der Penny nämlich morgen den Diamanten in den Hintern schieben? Ja, muss es nicht ein bisschen zwicken? Ich meine, die sind doch scharf, die Diamanten. Super. Bei unserer Mineralientruhe ist Amethyst, dieser lilane Stein, den kannst du dann der Abigail schenken. Vielen Dank, das ist gerade ein Bug. Alter, wo ist die scheiß Treppe zum Runtergehen? Musst du suchen. Danke. Ja, ich hab ein Stahlschwert. Ich hab ein Stahlschwert. Nice. Ich muss jetzt auch mal in die Mine. Einfach aus dem Grund her, dass ich, ja, dass ich mir mal diese Truhe... Dort, wo ich jetzt bin, kannst du auch noch fischen. Ja, ich kann das... Ich klappe das mit dem Fahrstuhl einfach ab und hol mir diese ganzen Schatztruhen. Dann bin ich auch mal ein bisschen besser ausgerüstet. Oh, Robin und Demetrius. Na, ihr beiden? Unser Haus hat eine schöne Lage, findest du nicht? Das stimmt. Demetrius, mal sehen, wenn Verbindung... Was? Wenn Verbindungen in der Rizos... Rizosphäre genügend Carbon 13 enthalten, dann... Was ist hier los? Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und ich nicht bemerkt. Kannst du mal sehen. Lass die beiden sich ein bisschen flirten. Ah, da bist du ja. Ja. Schau, schau. Ey, du Lümmel. Nee. Hui. Hast du nicht. Ja, du hast so ein Billigding, aber Diamant ist natürlich schweineteuer. Ich glaube, der gibt 500 oder 600, wenn du den verkaufst. Nee, 5000, ne? Ja, nee, 500. Okay. Achso, das sind ja nur die 10er. Ja, sorry. Ich würde ja weiter runtergehen, aber dann ist wieder die Gefahr, dass ich zu weit nicht mehr hochkomme. Ja, alles. Wieso nicht mehr hochkommen? Sollte doch kein Problem sein. Weil ich die Zeit wieder vergesse. Achso. Ja, kriegen wir hin. So. Wir müssen. Gunther, was willst du hier? Ab in die Schmiede mit dir. Was? Es ist doch 19 Uhr, der Clint hat zu. Na. Der muss doch auch mal Feierabend haben. 18 Uhr, 00 geschlossen. Ja, kannst du mal sehen. So läuft das, mein Lieber. So läuft das. So, So, mal schauen, wie viel Schleim und Käfefleisch wir haben.
Käferfleisch. Oh ja, voll lecker. Ich gehe auch in die nächste Kakerlake, die ich sehe, die hau ich mir in die Pfanne. Bear Grylls. Ne Hase! Ganz toll. Alter, warum musst du mir dann immer so ins Ohr schreien? Meine Güte, das ist ja grausam. Kai hat es verdient. Ja, aber ich doch nicht. Oder? Eigentlich schon. Guck mal, da spielt der Halunke Bluns. Slaxus, Slaxus. So ist das also. Was, massiver Fang? Will ich nachfragen, warum du den massiven Fang bekommen hast, Kai, oder will ich das nicht? Echt? Glaube nicht, ne? Massiver Fang. Du hast gefangen, Penisfisch. Länge 2 cm. So. Denk dran, beim Angeln nicht den Lümmel ins Wasser halten. Graf, willst du auch noch einen Ring? Wenn ich da alles habe. Aktuell habe ich einen Magnetring. Ich weiß halt nicht, was für einen Ring du noch hast. Wer hat denn hier diese verlorene Axt in die Truhe gelegt? Ma. Wolki ist es. Für Wolki. Die musst du der Robin bringen, dann kriegst du Geld. Ma, kann ich nicht. Ich habe es ja versucht. Nee, du musst es anders machen. Du musst, wenn sie hinter den Tresen steht, musst du neben ihr rangehen und nicht vor den Tresen sie ansprechen. Wo ist jetzt die verlorene Axt? Hier, in der Truhe. Die musst du zur Robin bringen, die musst du aber dann ansprechen, wenn sie entweder nicht im Laden ist oder du musst sie von der Seite ansprechen. Das habe ich nämlich am Anfang auch ziemlich oft den Fehler gemacht, als ich alle Leute ansprechen musste. Also, soll ich Saatdünger machen noch? Nee, das mache ich dann Ruhe im Sommer dann. Das mache ich dann in aller Ruhe im Sommer. Ich würde dann auch sagen, ich mache den Stream jetzt auch nicht mehr so lange. Wir sind jetzt schon 3,5 Stunden dabei. Und ich habe für heute ein bisschen genug, auch wenn der Stream und der Chat gerade super laufen. Tut mir wirklich leid. Aber ich, ja. Ihr hört's ja, er ist müde. Nö, müde nicht unbedingt. Aber ich will erst noch ein paar andere Sachen machen. Zweitens brauche ich auch mal ein bisschen Pause. Ich will ja, wie gesagt, ich will ein bisschen länger. Also nicht länger streamen, aber dafür öfters. Und dementsprechend will ich die Zeit ein bisschen eingrenzen. Ich meine, wir sind ja auch schon 3 Stunden und 40 Minuten dran, ne? Das sind 4 Stunden. Ja. Schickt. Dementsprechend machen wir den Tag noch zu Ende. Speichern ab. Ich würde dann den Stream beenden. Ich sag dann schon auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Reinschalten und schön, dass ihr da wart. Falls noch nicht geschehen, könnt ihr gerne Follow dalassen. Wie gesagt, falls noch nicht geschehen. Oder ansonsten findet ihr schon alles zurecht. I love you, Graf. I love you too, my boy. Kai, geh in dein Bett. Sollen wir euch beide mal alleine lassen, Kai und Wolke? Habt ihr irgendwas Körperliches miteinander zu besprechen? Eigentlich nicht, aber der Kai will immer zu mir ins Bett. Scheinbar hat er Angst, alleine im Bett zu schlafen. Hashtag Liebe, ich werde das beim nächsten Stardew Valley Stream in das Overlay mit einbauen. dass wir dann irgendwie Kai und Wolke in so einem Herzen oder so. Neue Herstellungsrezept, Treppe. Ja, jetzt kannst du mit Steinen Treppen bauen, wenn du mal keine Treppe finden solltest. Sind aber sehr teuer. Kein Bock. Sind aber sehr teuer. Ich gebe ein bisschen Gold runter. Sind aber wirklich sehr teuer, die Treppen. Die kosten sehr viel Steine. Also es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, die zu bauen. Ich mache. Dafür braucht man zu viel Steine später. Also hast ja gesehen, wie weit ich bei meiner Privatfarm bin und ich habe immer noch Steinemangel teilweise. Ist nicht so ganz so geil. Das Problem habe ich leider eben nicht. Ja doch, glaub mir, ich habe auch knapp 1000er Stein, trotzdem habe ich Mangel. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast, 10 Schleime von mir aus. Ihr braucht auch gar nicht weiterzumachen, es wird sowieso nicht gespeichert. What?
Hilfe! Graf, rette mich! Dieser kleine, notgeile Sack. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Hat natürlich Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Aber ich denke mal, das lief ganz gut. Morgen wird es keinen Stream geben. Unter der Woche muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, so zwischen montags oder mittwochs, je nachdem. Ich schreibe euch auf jeden Fall nochmal alle alle dann an und guck mal, ob ihr dann auch könnt. Ansonsten Justin, werdet ihr es dann sehen. Die Bombe kannst du mir gerne geben. Ja, ich glaube, der Minenleiter. Ja, das wird sowieso nicht gespeichert. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Fast 7400 Geld haben wir. Aktuell, ja. Also bis dahin, macht's gut, Leute. Haut rein. War schön und bis dahin. Cheerio. So. Nee. Ich will das Overlay nicht wechseln. Ich will den Stream beenden. So, ciao. Bye, bye.